Ja, einen schönen guten Abend auch von meiner Seite. Herzlich willkommen bei uns jetzt online. Ich freue mich sehr, Sie begrüßen zu dürfen und durch einen spannenden Abend zu führen. Ich rede auf Deutsch, ich verstehe etwas Italienisch, aber ich bin sehr froh darüber, dass wir das heute mit Dolmetschung machen können. Es ist alles etwas Experiment, aber wir hoffen, dass das gut klappt und wir gemeinsam zweisprachig diesen Abend bestreiten können. Ich stelle Ihnen kurz den Verlauf vor. Und zwar haben wir sehr hochkarätige Rednerinnen und Redner, die nacheinander jeweils 5 Minuten ihre Sicht geben werden, wie sie die Corona-Zeit erleben, wie sie vielleicht auch welche Ängste sie haben, welche Befürchtungen, welche Hoffnung sie haben, wo sie Europa am Ende dieser Krise stehen sehen wollen, was sie für notwendig erachten, um Europa zu stärken und was dafür jetzt getan werden muss. Und was wir gemeinsam dafür tun können, dass am Ende Europa gestärkt aus dieser Krise herausgeht. Diese Fragen wollen wir eben heute Abend gemeinsam besprechen. Der Ratschlag ist die Idee, unterschiedliche Menschen, Generationen und Hintergründe zusammenzubringen. Das ist uns heute gelungen. Wenn Sie einmal gucken, haben wir das, glaube ich, schon ganz gut geschafft. Es geht immer noch bunter. Deswegen hoffe ich, dass Sie auch noch mehr Diversität in die Debatte hineinbringen. Ich werde dann eben nachher, sobald ich sehe, wer sich von Ihnen meldet, auch dann aufrufen, Sie zuschalten und Ihre schriftlichen Fragen, soweit es geht, wir werden nicht alle beantworten können, hier auch mit in die Debatte einbringen. So viel zum Ablauf und nochmal an alle. There is translation. You have to go to the translation button. Interpretation, it says. Choose Korean, that's Italian. So. So viel habe ich gesagt. Wir fangen heute Abend an mit Mario Monti. Ich bin sehr froh darüber, dass Sie heute Abend bei uns sein können. Mario Monti, eigentlich brauchen Sie keine Vorstellung. Ich glaube, in Italien kennt Sie jeder, bei uns auch. Sie waren europäischer Kommissar, Sie waren Premierminister Ihres Landes. Sie sind ein großartiger Ökonom, Denker. Und jemand, der ein wirklicher Europäer ist, der in den Welten leben kann, sie versteht und es auch schafft, Übersetzungsleistungen zu bringen, Konzepte in anderen Ländern und Sprachen rüberzubringen. Deswegen freue ich mich sehr, dass Sie heute Abend bei uns sind. Mario Monti, the floor is yours. Und jetzt sehen Sie diesen Screen, der zeigt die Zeit, weil wir eben wirklich strikt mit der Zeit sind. Aber Sie sehen gleich auch Mario Monti rechts in den Kacheln. Mario Monti. Grazie. Sono molto ja, vielen Dank. Ich freue mich sehr über die Einladung hierher. Ich muss sagen, vor einigen Wochen war ich doch sehr angenehm überrascht von einer Initiative der Förderer dieses Abends, nämlich der Deutschen Grünen. Die haben sich nämlich ein gemeinsames Dokument überlegt für Italiener und Deutsche. Das ganze Dokument ist sehr schnell zusammengestellt worden und es hat es uns ermöglicht, auch einen gewissen Einfluss zu nehmen auf die Entscheidungen des Rates. Ich glaube, wir haben bei dieser Gelegenheit auch messen können, wie die Beziehung zwischen Italien und Deutschland ganz, ganz wesentlich ist für die Europäische Union. Wenn ich ja, das Ganze vom Ende aus aufrollen kann, ich glaube, wenn der Europäische Rat vom 23. April dazu geführt hat, dass die Regierungschefs zu einer gemeinsamen Entscheidung gekommen sind, und das ist eine sehr gute Entscheidung meiner Meinung nach, dann liegt das daran, dass die beiden Regierungschefs unserer Länder am Ende der Verhandlungen beschlossen haben, und ich glaube, sie haben verantwortlich beschlossen, hier ein gewisses Risiko einzugehen. Die Kanzlerin Merkel mit einer offeneren Position, als wir es eigentlich erwartet hätten, gegenüber den südeuropäischen Ländern. Und ich denke, sie hat da auch ein Risiko gegenüber den Wählern
eingegangen, denn auch die Populisten konnten dadurch vielleicht Aufwind bekommen. Und ich glaube, das Gleiche können wir auch von Herrn Conte sagen, der am Ende beschlossen hat, dass er keine extremistische Position ergreift, die dann hier den ESM so übernimmt, sondern er ist sehr offen auch zu diesem Instrument gegenüber gewesen. Das sind also zwei Momente, in denen große Verantwortung bewiesen wurde von diesen beiden Regierungschefs. Und wie gesagt, diese beiden Regierungschefs haben da mehr auf den Verhandlungstisch geachtet als auf ihre eigenen innenpolitischen Probleme. Und ich glaube, dass es wirklich eine sehr gute Ergänzung gibt zwischen Deutschland und Italien. Vor allen Dingen deshalb, weil wir auf der einen Seite die Vorteile haben, die die anderen nicht haben, die guten Seiten, die die anderen nicht haben und auch die Defekte der anderen vielleicht nicht haben. Und wir ergänzen uns eben auf diese Art und Weise sehr gut. Und ich glaube, das gilt aber auch für die Wirtschaftspolitik. Ich denke zum Beispiel, dass es richtig ist, wenn diese Pandemie einmal vorbei ist, diese Pandemie mit den katastrophalen Auswirkungen auf die Wirtschaft. Ich glaube, dass es da richtig ist, dass wir wieder zur Normalität zurückkehren in Europa mit Regeln, die vielleicht anders sein können als die, die wir bisher hatten und die jetzt ausgesetzt worden sind. Und in diesem Rahmen glaube ich, dass es auch sinnvoll ist, dass Italien weiterhin versucht, hier die große Staatsverschuldung zu reduzieren. Und ich glaube, es hätte dann auch einen Sinn, wenn Deutschland versuchen würde, hier ihr makroökonomisches Gleichgewicht abzubauen. Das heißt, hier die wirtschaftliche Situation auch im Export und gegenüber dem Ausland. Ich sehe, meine Redezeit ist fast vor Ende. Und ich glaube, der nächste wichtige Termin, in dem unsere beiden Länder wieder in die gleiche Richtung gehen können, das sind auch zwei starke Länder, wenn sie beide in die gleiche Richtung gehen. Also der nächste Moment, die nächste Gelegenheit ist die des finanziellen Mehrjahresrahmens, das heißt des europäischen Haushalts, wo Ursula von der Leyen sehr weise beschlossen hat, von den Mitgliedstaaten einen nicht mehr lächerlich kleinen Haushalt zu verlangen, sondern dort auch einen Raum für die sogenannten Recovery Funds mit hineinzunehmen. Meine 5 Minuten sind vorbei und ich freue mich schon auf die Kommentare der weiteren Kollegen. Vielen Dank. Ja, herzlichen Dank, Mario Monti. Im wahren Leben würden wir jetzt applaudieren. Den Applaus nehmen Sie einfach so mit und den zeigen wir genau. Das gibt es ja schon in vielen Foren, wo man das mit den Händen zeigt. Das übernehmen wir jetzt. Als Nächste darf ich ankündigen und jetzt auch vorstellen, Luisa Neubauer. In Deutschland zumindest braucht sie auch keine Vorstellung. Aber für unsere italienischen Freunde, für diejenigen, die sie vielleicht noch nicht kennen, Luisa Neubauer ist bei uns das deutsche Gesicht der Fridays for Future Bewegung. Sie hat es in Deutschland aufgebaut, gestärkt, wahnsinnig vorangebracht, extrem klug in ihren Aktionen und hat auch bewiesen, dass sie auch in Corona-Zeiten diese Bewegung nicht zum Ersterben kommen lässt, sondern sehr kreativ und sehr trotzdem stark sie auch in der Corona-Krise zu Wort kommt und jetzt auch einfordert, dass die von Mario Monti gerade erwähnte Recovery, also der Wiederaufbau, auch das Klima mitschützen muss. Luisa, ich freue mich auf deinen Beitrag. Hallo, ich ist mein 1.000.000. Zoom-Call und noch immer vergesse ich die Stummschaltung. Ich glaube, es geht nicht nur mir so. Hallo, ich bin genau Luisa Neubauer. Vielen, vielen Dank für die Einladung. Es ist sehr schön, hier zu sein und hier zu sprechen und zusammenzukommen über Ländergrenzen hinweg in einer Krise, die eben auch über Ländergrenzen hinweg
von uns fordert, dass wir zusammenkommen. Ich bin, wie erwähnt, Klimaaktivistin. Ich bin auch Teil einer Zivilgesellschaft, die in den letzten anderthalb Jahren auf eine andere Krise, auf die Klimakrise aufmerksam gemacht hat. Und ich bin Teil einer Generation, einer jungen Generation, die von den Entscheidungen, die in diesen Tagen im Kontext von Corona-Bewältigung getroffen werden, massiv beeinflusst werden wird. Denn ebenso wie die Corona-Krise auch Resultat verschiedener Pfadabhängigkeiten aus der Vergangenheit ist, wird natürlich jede Antwort, jede langfristige Antwort großartige Pfadabhängigkeiten mit sich bringen, die eben die Zukunft meiner Generation prägen werden. Und dementsprechend ist es auch großartig in unserem Interesse, dass die Corona-Bewältigung nicht nur gerecht und schnell ist, sondern eben auch nachhaltig und tatsächlich dazu beiträgt, dass resilientere Gesellschaften gebaut werden und daraus auch ein resilienteres und gerechteres Europa hervorgeht. Drei Aspekte wollte ich kurz dazu anbringen. Das eine ist, wir reden gerade bei der Corona-Bewältigung sehr, sehr viel von der Rolle von Staaten. Wir reden nur in zweiter Instanz von der Rolle Europas und fast gar nicht von der Rolle von Zivilgesellschaften. Und das ist einerseits den Umstand geschuldet, dass natürlich die Corona-Pandemie ganz, ganz viel Regulation fordert, aber auch wird schnell vergessen, welche Rolle Zivilgesellschaften einnehmen können bzw. müssen in Zeiten von Krisen. Die Fridays for Future-Bewegung ist eine Bewegung, die aus einer Krise hervorgegangen ist, aus der Klimakrise, die ganz maßgeblich die Agenda in Deutschland, aber auch zum Beispiel in Italien gefärbt hat und ganz klar gemacht hat, wenn wir wollen, dass Krisenbewältigung in unserem Sinne stattfindet, dann müssen wir dafür eintreten und im Zweifel auch gegen Ungerechtigkeiten, gegen Fahrlässigkeiten seitens Regierung, seitens Einzelstaaten aufbegehren. Und wir haben zum Beispiel als Bewegung letzten Freitag den globalen Klimastreik angegangen. Wir haben große Kunstinstallationen ohne Menschen, ohne Infektionsgefahr organisiert und werben sehr, sehr stark dafür, dass wir an dieser Stelle weiterdenken. Und ich stehe sehr stark ein, dass für eine aufgeweckte, für eine politisierte, für eine mündige Zivilgesellschaft, die sich gerade als Schlüssel zu einer tatsächlich multidimensionalen und intersektionalen und auch interstaatlichen Krisenbewältigung versteht. Das andere ist, dass wir an dieser Stelle natürlich, und das ist so irritierend in der Situation, verstehen müssen, dass eine internationale, globale Pandemie von unserer Seite nicht zu mehr Fragmentierung führen kann. Und gerade auf europäischer Ebene ist es fast absurd, wie vehement auf einmal ganz großartige europäische Werte infrage gestellt werden. Wissen wir natürlich, dass es, dass auch der europäische Ansatz alles andere als perfekt ist, jedoch bisher ist zumindest der europäische Arbeitsmodus der friedlichste Arbeitsmodus, den wir auf diesem Kontinent jemals entwickelt haben. Das heißt, an der Stelle stellt sich die Frage, wie schaffen wir es, dass eine EU zu ihrem Versprechen aufwächst und den Verantwortlichkeiten gerecht wird und auch diesen Verheißungen für politische Gestaltung gerecht werden kann. Und dafür braucht es eine europäische Politik, die sich selbst ernst genug nimmt und die eigene großartige Verantwortlichkeit für alle Generationen und alle Beteiligten versteht. Aber es braucht im Zweifel auch eine europäische Zivilgesellschaft wieder einmal, die das einfordert. Und zum Dritten glaube ich, dass es an dieser Stelle auch insbesondere von Staaten, aber auch von Zivilgesellschaften, auch von Wirtschaftsakteuren, auch von europäischen Akteuren gefragt ist, dass wir verheißungsvolle, gerechte, hoffnungsvolle Antworten auf Corona, Visionen, Zukünfte kreieren und dann berühmt machen. Weil gerade fragen sich ganz schön viele Menschen auf diesem Kontinent, was ist es denn eigentlich, was wir wollen und wohin geht es? Und nach welchen Parametern bewerten wir die Corona-Bewältigung? Und darauf müssen auch Antworten gefordert werden, die wir heute mehr denn je brauchen. Ja, herzlichen Dank. Ich glaube, du hast recht, wenn du sagst, wir müssen uns in der Krise permanent darauf besinnen, wo wir am Ende der Krise gerne sein möchten, um von dort aus nachzudenken, wie wir dort jetzt am besten hinkommen. Und das ist, glaube ich, eine zentrale Aufgabe für uns alle, sei es jetzt Zivilgesellschaft, Privatperson,
Unternehmen oder Politiker. Ich freue mich jetzt als Nächsten vorstellen zu können, Gad Lerner. Ihn braucht in Italien, glaube ich, keiner vorzustellen, aber ich stelle ihn für das deutsche Publikum vor. Sie sind einer der bekanntesten italienischen TV-Journalisten und Autor. Sie haben ein Millionenpublikum, sie haben vor allen Dingen partizipative Fernsehformate und haben es geschafft, immer neue hohe Standards zu setzen und haben immer das Ganze neu mit weiterentwickelt. Und sie sind ein sehr aufmerksamer Beobachter der Gesellschaft, politischer Entwicklungen und für uns einer derjenigen, den wir immer gerne lesen, um auch besser zu verstehen, was Italien passiert. Mario Monti meldet sich. Nein, das war nur ein Finger. Genau. Wir sind sehr froh, dass Sie heute Abend hier mit Sie. Also, credo che abbiamo dimenticato una. Ich glaube, dass wir einen Applaus vergessen hat für Luisa Neubauer, denn sie verdient wirklich einen großen Applaus. Danke, Mario Monti, dass Sie mich daran erinnert haben. Es ist absolut korrekt. Entschuldigung, Verzeihung. Und danke, dass wir ihn jetzt nachgeholt haben. Ja, Gad Lerner, ich freue mich sehr, dass Sie heute bei uns sind und freue mich auch auf Ihren Input. Buonasera a tutti. Einen schönen guten Abend. Ich werde versuchen, drei Dinge zu sagen in diesen 5 Minuten, die mir zur Verfügung stehen. 2 sind eigentlich Fragen, denn wer keine spezifischen Kompetenzen hat, wie ich zum Beispiel, ja, der stellt eher Fragen in so einer Zusammenkunft und gibt nicht so sehr Antworten. Aber ich möchte zunächst anfangen mit einer Äußerung, die die Methode betrifft. Sowohl die Idee des gemeinsamen Dokuments, Mario Monti hat uns ja heute Abend gesagt, dass dieses Dokument seiner Meinung nach wirksam gewesen ist und sich auch auf den Gipfel ausgewirkt hat. Und diese Methode, also diese Methode des Dialogs und der Beratung zwischen Deutschland und Italien, bricht hier eine Methode auf in einem sehr delikaten Moment. Wir wissen ja auch, dass in beiden Ländern die Pandemie sich unterschiedlich äußert. Das heißt, die Schwere ist unterschiedlich und auch die wirtschaftliche Rezession ist unterschiedlich. Und das führt dazu, dass sich im Grunde genommen die Abstände zwischen den beiden Ländern erhöhen. Und der Umstand, dass es eine Zivilgesellschaft gibt, wie Neubauer gesagt hat, die hier im Gegentrend arbeitet, ist ein entscheidender Faktor auch für transnationale Gemeinsamkeit, auch auf sozialer Ebene in unseren beiden Ländern. Als ich so alt war wie Luisa Neubauer, da bin ich mit Alexander Langer nach Deutschland gereist. Das ist eigentlich mein Lehrer gewesen. Ich werde ihn nie vergessen. Und er hat von einem gemeinsamen Schicksal damals gesprochen. Und ja, das ist aber nicht immer so bei allen angekommen. Und alle haben es nicht so wahrgenommen. Das heißt, wir müssen uns immer fragen, was die Regierungen machen und wie wir sie beeinflussen können, wie wir ihr Handeln beeinflussen können, sondern wir müssen uns auch fragen, was wir selbst in erster Linie tun können, was die Zivilgesellschaft in erster Linie tun kann, um hier zu vermeiden, dass der Abstand immer größer wird zwischen unseren Ländern. Und in Italien haben wir auch ein gewisses feindseliges Gefühl gegenüber den Ländern im Norden, die uns hier allein lassen in dieser schwierigen Zeit. Da hat es auch sehr viele journalistische Beiträge gegeben, die mich noch verstärkt haben. Aber ich glaube, es gibt einen interessanten Umstand. Ich weiß nicht, ob Mario Monti das auch so sieht wie ich, aber ich habe den Eindruck, dass diese Krise, diese schwierige Situation in Italien eigentlich nicht unbedingt hier eine nationalistische Furore
auslöst. Ich sehe hier die ultranationalistischen Bewegungen, die wachsen eigentlich nicht. Das heißt, in deren Reihen stellen wir auch ein gewisses Unbehagen fest. Und die haben natürlich auch Angst, dass die EU hier die Politik behindert, die wir brauchen. Aber wir haben auch eine Hegemonie der Lega leider in diesem Land. Das ist eine Partei, die bei den letzten europäischen Wahlen auch sehr gut abgeschnitten hat. Und die Lega war dabei, hier zu nationalistischen Souveränisten zu werden. Und das sieht heute anders aus. Sie zersplittern sich heute in Regionalismen. Und diese Regionalismen, ja, die zeigen eigentlich, dass in Italien wieder in die Richtung hier von vor der Vereinigung läuft. Wir haben vielleicht auch Leute, die hier in den Linksparteien sind und die verlangen vielleicht auch, dass die Migration aus dem Norden eingeschränkt wird. Also das ist so, als hätten wir hier eine verstärkte Verbreitung hier der Ansichten der Lega. Aber ich frage in diesem Zusammenhang und ich frage auch die deutschen Freunde in diesem Zusammenhang, ob wir hier vielleicht umgekehrt angesichts der Entscheidungen für die Hilfen gegenüber Südeuropa ein deutscher Nationalismus eine Chance hat. Ich habe, glaube ich, schon zu lange geredet, aber die dritte Frage, die ich hier stellen wollte, und ich glaube, diese dritte Frage, die betrifft die Wechselbeziehung, die wahrscheinliche Wechselbeziehung zwischen der hohen Zahl der Toten in bestimmten Gegenden und der Umweltverschmutzung. Das ist eine Frage, die der Bürgermeister Sala in Mailand sich gestellt hat. Und ich denke, es wäre wahrscheinlich hier in einer deutsch-italienischen Arbeit doch angebracht, auch dieses Thema einmal zu vertiefen. Ja, herzlichen Dank. Ich vergesse jetzt nicht den Applaus für Sie. Danke für Ihren Beitrag. Es gab gleich schon Kommentare zu Ihrem Beitrag, dass die Populisten, Nationalisten nicht während der Krise gestärkt werden, sondern danach. Das ist auf jeden Fall eine Meinung, die hier gerade geäußert wurde. Aber ich finde Ihre Frage relevant an uns gemeinsam. Wie schaffen wir es, dass diese Krise zur Stärkung der Demokraten wird und nicht zur Stärkung der Populisten beiträgt, egal in welchem Land wir sind. Ich habe jetzt die Ehre, als nächsten Professor Dr. Michael Hüther vorstellen zu dürfen. Er ist eine Institution in Deutschland, einer der renommiertesten Ökonomen, und er ist der Direktor des in Deutschland sehr bekannten Instituts der deutschen Wirtschaft in Köln seit 2004 und ist jemand, der eben in Deutschland große Expertise hat, ökonomisch auch die makroökonomischen Fragen mit Blick auf den Euro, die europäische Wirtschaft zu diskutieren, und gehört zu den 7 Professoren, die schon relativ zu Beginn der Krise den Weitblick hatten und gesehen haben, dass wir auch ökonomisch als Europäer handeln müssen, und den Vorschlag der gemeinsamen Anleihen gemacht hat mit dem Namen Corona-Bonds, nur damit ich sie für die italienischen Zuhörer korrekt vorstelle. Ich glaube, das hat in Deutschland die Debatte sehr geprägt. Und ich bin sehr froh, dass Sie heute Abend bei uns sind und dass Sie auch Teil des Aufrufes waren, bei dem eben Gerd Lörner, Mario Monti und andere auch dabei waren. Schön, dass Sie heute Abend da sind. Ja, Frau Mantner, vielen Dank. Schönen guten Abend in die Runde nach Deutschland und nach Italien. Große Freude, in dieser gemeinsamen, beider Länder betreffenden Thematik mal zusammen zu sein. Lassen Sie mich mit einem Zitat beginnen von John Maynard Keynes. Es ist vom 12. Januar 1931. In einer Radiosendung der BBC vorgetragen. Es beginnt wie folgt: Der Niedergang in Handel und Beschäftigung und die damit verbundenen Verluste sind so schlimm wie das Schlimmste, das sich je in der modernen Weltgeschichte ereignet hat. Kein Land ist davon ausgenommen.
Ich musste in den letzten Tagen und Wochen sehr daran denken, an dieses Zitat, weil es die Betroffenheit aller Länder, wir haben einen symmetrischen Schock, wir müssen uns alle damit befassen und wir sind damit automatisch auch aufeinander verwiesen. Also wir können nicht irgendwie alleine durch, denn wir sind noch anders als in den 30er Jahren in einer hochvernetzten Ökonomie, unsere Gesellschaften sind auch stark miteinander vernetzt, also wir müssen es auch gemeinsam angehen. Anfang der Krise ist natürlich das erst einmal wie in Ausnahmezuständen üblich, der Nationalstaat gehandelt hat. Und so war es auch in Europa. Das hat uns lange den Blick verstellt auf die europäischen Möglichkeiten, im Grenzmanagement beispielsweise, in der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit. Das ist dann eher sehr verzögert gewesen. Und dann war uns doch sehr schnell zu sehen, dass Länder mit einer schwierigeren Finanzlage, aus welchen Gründen auch immer, in dieser Krise auf einmal auch bedroht sind in der Handlungsfähigkeit. Das war der Hintergrund für unsere Stellungnahme Ende März mit den Kollegen, wie von Frau Brandner ernannt. Und was war unsere Idee? Wir haben gesagt, wir müssen schnell handeln. Wir brauchen einen großen Fonds, einen Hilfsfonds für die Bereinigung, für das Bewältigen dieser Krise in auch einer modernen Denkweise mit entsprechend klugen Investitionen. Aber es geht auch erst einmal um Existenzsicherung. Wir haben gesagt, wir brauchen 1.000 Milliarden, um ein deutliches Signal zu senden. Und gesagt, diese 1.000 Milliarden, diesen Sonderfonds, den wollen wir nicht irgendwo andocken, den wollen wir nicht verstecken, auch nicht im europäischen Haushalt oder umnudeln, indem wir den europäischen Stabilitätsmechanismus einfach fremd nutzen, sondern diese 1.000 Milliarden dann über Gemeinschaftsanleihen, Corona-Bonds zu finanzieren, langlaufend, 30, 40 Jahre, sodass wir damit wirklich deutlich machen, dass hier die Hilfe in einer gemeinsamen Solidarität auch von der Finanzierung her möglich wird. Und mir geht es immer sehr darum, dafür auch über den Tag hinaus zu denken, dass wir nicht jetzt Institutionen fremd nutzen, ich habe den ESM erwähnt, oder überfordern, wie die Europäische Zentralbank, die ihren Teil leistet, gar keine Frage. Sie hat schnell erkannt, was sie mit dem Pandemic Program, dem PEP, machen kann. Aber sie kann natürlich nur in den Kapitalmärkten Signale senden und wir dürfen uns da keinen schlanken Fuß. Segnali ai mercati dei capitali. Noi ovviamente dobbiamo assumere. Ein solches Signal und das war die Idee, das zu tun. Und die Frage, welche Handlungsspielräume haben wir denn mittelfristig? Es gibt jetzt viel Sorgen, dass die Schuldenaufnahmen der Länder zu einer Situation am Kapitalmarkt führt, dass die Zinsen wieder steigen. Ich glaube das nicht. Und wir glauben es deshalb nicht, weil auf der einen Seite private Investitionen aus Risiko, aus Angst, aus Ungewissheit wegfallen. Staaten treten hier ein. Und zum anderen bleibt es ja strukturell so, dass in alternden Gesellschaften der Kapitalüberhang auch dominiert. Und in der digitalen Transformation Unternehmen sich anders, weniger kapitalintensiv, investiv auch aufstellen oder für die Investitionen. Und deshalb ist meine Erwartung, dass die Realzinsen niedrig bleiben und dass wir uns das auch in die Kapitalmärkte hinein gut darstellen können. Menschen wollen sichere Anlagen. Europäische Staatsanleihen, Gemeinschaftsanleihen sind sichere Anlagen. Die sind attraktiv für die Anleger. Und wenn Sie dann noch wissen, dass das in dieser Einmalaktion für diesen Fonds dann in Europa auch zur Stabilisierung von Europa beiträgt, dann sollte es eigentlich alle überzeugen. Denn es geht hier nicht um eine irgendwie beliebige Vergemeinschaftung von Schulden, sondern es geht um eine Zukunftsaufgabe, dass wir aus dieser Situation, die alle in einer extrem historischen, einmaligen, also an John Maynard Keynes Zitat erinnernden Weise belastet, um da den Weg herauszufinden. Also einmal ganz einfach die Unternehmen zu sichern, ihnen einen Rahmen zu geben, sie wieder handlungsfähig zu machen, sie innovativ zu machen für die Aufgaben, die vor uns liegen, in alternden Gesellschaften, in der digitalen Transformation, in der Dekarbonisierung, dass wir diese Innovationsleistung erbringen können und dass wir viele Menschen mitnehmen. Wir haben heute in Deutschland die Zahlen bekommen für das Kurzarbeitergeld. 10,1 Millionen Kurzarbeiter oder sind angemeldet. Das sind nicht alle zu 100% in Kurzarbeit, also dass sie gar nicht mehr arbeiten. Viele vielleicht auch vorsorglich angemeldet. Aber es zeigt, dass fast ein Viertel der Erwerbstätigen in Deutschland schon in dieser ersten Phase, wir sehen ja noch gar nicht, wie lange dieser Lockdown in seinen Wirkungen bestehen bleibt, betroffen sind. Und das zeigt, dass wir hier überall gemeinsam auch gut, besser beraten sind, es zu tun. Gerade im Weg nach vorne, gerade im Schritt aus der Krise ist es so wichtig, dass wir die Koordinierung leisten, dass wir die Migration in Europa, die grenzüberschreitende Offenheit herstellen, dass wir gemeinsam auch Beschaffungslösungen organisieren und dass wir dann deutlich machen, Europa kann mehr.
Und wenn wir das mit einem solchen Hilfsfonds als Startsignal unterstützen können, glaube ich, ist es eine gute Idee und eine, die auch über den Tag hinaus trägt. Ich halte es für eine überschaubare, klare, vor allen Dingen auch transparente, alle anderen Institutionen nicht belastende und überfordernde Lösung. Das war die Idee und hat ja ein bisschen auch vielleicht gewirkt, weil überhaupt die Bereitschaft entstanden ist, letzter Gedanke, finanzpolitische Verantwortung zu übernehmen. Ja, ganz herzlichen Dank an nicht nur jetzt Ihren Input jetzt, sondern auch den Input, den Sie eben mit den anderen Ökonomen gegeben haben. Und ich glaube sehr, dass es einen Debattenraum eröffnet hat, den wir dringend gebraucht haben. Und das ist eine große Verantwortung. Von daher ganz herzlichen Dank. Ich würde jetzt noch mal ganz kurz etwas sagen zur Übersetzung. Ich sage es jetzt noch mal auf Deutsch und Alexandra, du dann noch mal kurz auf Italienisch. Wir senden heute Abend nach Italien, nach Deutschland auf Italienisch und auf Deutsch. Unten in Ihrem Screen ist das Zeichen mit entweder Dolmetschen, Interpretation. Da kann man dann auf Deutsch klicken. Man kann es sich auch auf Italienisch anhören, dann ist das aber nicht Italienisch steht da, sondern Koreanisch. Das ist leider, gibt es nicht die Variante Italienisch. Von daher bitte schalten Sie den Kanal ein, der Ihrer Sprache entspricht. Und ich habe die frohe Kunde, dass wir 937 Teilnehmerinnen und Teilnehmer sind. Ich glaube, wir setzen heute Abend Standards für transnationale europäische Öffentlichkeit. Vielleicht kannst du noch mal ganz kurz, Alexandra, auf Italienisch sagen, wie das ist, einmal kurz ohne Übersetzung, bitte. Ja, sehr gerne, Franziska. Allora, passo all'italiano, giusto per dare qualche indicazione sulla traduzione simultanea per coloro che si sono aggiunti negli ultimi minuti, che non hanno sentito le indicazioni dall'inizio. C'è la traduzione simultanea in italiano che trovate se andate sul tab More oppure i tre puntini, o in alto a destra o in basso a destra, a seconda del dispositivo che utilizzate. Lì potete scegliere la quarta voce, che è traduzione o interpretazione, e poi dalle lingue, per sentire l'italiano, purtroppo dovete scegliere il coreano, perché non c'è, l'italiano non dipende da noi tedeschi. Spero che abbiate trovato tutti. Abbiamo la buona notizia che siamo in 937, probabilmente arriveremo a 1000, stiamo veramente... ponendo un nuovo standard per la pubblica opinione italo-tedesca digitale. Quindi divertitevi, spero che abbiate trovato la traduzione e ripasso la moderazione a Francesca. Grazie. Ja, herzlichen Dank. Ich finde es übrigens immer wieder beeindruckend, dass unsere Europaabgeordneten auch so wahnsinnig gut mehrere Sprachen sprechen können. Bevor ich jetzt Francesca Cucciara das Wort gebe, weil es so viele Fragen gab, warum hat die Europäische Union, warum haben die nationalen Minister nicht besser miteinander gearbeitet, warum gibt es kein Gesundheitsministerium auf europäischer Ebene? Man muss aller Fairness halber sagen, dass die Europäische Kommission kaum Kompetenzen hat in dem Bereich der Gesundheit von uns Menschen. Paradoxerweise hat sie viele Kompetenzen, wenn es um Tiergesundheit geht, Veterinärmedizin, also Tierseuchen. Können wir in Europa, haben wir viele Kompetenzen, um sie gemeinsam zu bekämpfen. Wenn es um unsere menschliche Gesundheit geht, haben die Mitgliedstaaten in den letzten Jahren, Jahrzehnten immer verweigert, dass man dort mehr gemeinsam agiert. Deswegen gab es keine festgefahrenen, eingefahrenen Strukturen. Wir sind jetzt langsam dabei, sie aufzubauen. Aber ich bin der festen Überzeugung, dass wir durch diese Krise hinterher hoffentlich eine Art der Gesundheitskoordinierung haben. Denn wir haben einen hohen Preis dafür bezahlt, dass wir sie nicht zu Beginn der Krise hatten. Ich möchte jetzt Francesca vorstellen. Sie ist eine junge Italienerin. Sie ist Aktivistin der Giovanni Europeisti Verdi, also der Grünen Jugend in Italien. Sie hat Politikwissenschaften und nachhaltige Entwicklung studiert. Sie moderiert Radiosendungen zu Umwelt- und Ökologie-Themen. Sie hat, und das ist relevant auch für unsere Debatte, bei der WHO gearbeitet. Und sie hatte in Ghana ein Projekt unter anderem zum Recycling von Elektronikschrott betreut. Sie ist heute Nachhaltigkeitsberaterin bei einem Unternehmen für Biotreibstoffe, weiß also, wovon sie spricht. Herzlichen Dank, dass du heute Abend bei uns bist. Ich freue mich darauf, von dir zu hören. Und vielleicht kannst du gleich eine Frage mitnehmen, die kam, und zwar, inwieweit ist denn Klimaschutz überhaupt in Italien noch Thema?
Du hast das Wort. Grazie Franziska. Vielen Dank, Franziska. Zunächst möchte ich sagen, dass diese Krise uns wirklich klein gekriegt hat in Italien. Einmal sind viele Menschen gestorben, aber auch auf sozialer Ebene hat es eine große Beeinträchtigung gegeben. Aber diese Krise muss uns auch etwas lehren. Sie muss uns lehren, dass wir diese Krise nur bewältigen können, wenn wir alle gemeinsam daran arbeiten. Von daher habe ich diesen Appell der deutschen Grünen auch sehr begrüßt. Also ich bin ganz begeistert gewesen, als ich davon gehört habe. Und wenn diese Krise einmal vorbei ist, dann müssen wir uns fragen, ja, wie soll Europa dann ausschauen? Und ich denke, wir sollten schon einen Schritt weitergehen. Das heißt, wir sollten von einem wirtschaftlichen Europa, von einer Wirtschaftsunion zu einer politischen Union übergehen. Aber um diesen Schritt zu gehen, also den Schritt in eine richtige Union, müssen wir uns natürlich auch nach der europäischen Identität befragen. Und in diesem Sinn spreche ich ein bisschen über meine Generation. Wir haben zum Beispiel, indem wir am Erasmus-Programm teilgenommen haben oder indem wir zum Beispiel gemeinsam Klimademonstrationen durchgeführt haben. Ja, da haben wir aber auch einige Enttäuschungen erlebt hier. Wir sind etwas enttäuscht von Europa, denn wir sind auch eine Generation von arbeitslosen Jugendlichen. Das ist eine europäische Identität, ja, die uns zu denken geben muss. Also wir sind uns bewusst, dass Europa geändert werden muss, dass wir Europa anders aufbauen müssen. Und wenn wir uns dann überlegen, wie wir diese Europäische Union möchten, und wenn wir dann an eine politische Union denken, dann sollten wir auch dieses demokratische Defizit berücksichtigen. Das heißt, der Abstand zwischen den europäischen Institutionen und den Bürgern. Das heißt, es sind ja schon viele Dinge geleistet worden, auch die Reaktion auf diese Notstandssituation. Da ist ja etwas geschehen, da sind auch Mittel und Instrumente jetzt geschaffen worden, aber die Dinge müssen auch wahrgenommen werden. Und da haben wir noch einen Abstand zwischen den europäischen Institutionen und den Bürgern. Das heißt, wir stellen uns eine politische Union vor, in der sich die Bürger auch vertreten fühlen. Ein wirtschaftliches Europa, eine Mobilisierung der Mittel, das erwarten wir auch und wir möchten da ein solidarisches Europa. Also niemand soll zurückbleiben. Das soll nicht nur ein Slogan sein. Daran müssen wir tatsächlich arbeiten und daran müssen wir alle gemeinsam arbeiten. Denn es reicht nicht, dass die einzelnen Staaten daran arbeiten. Wir müssen auch dafür sorgen, dass auch die ganz Armen sich nicht allein gelassen fühlen. Die Frage, können wir Europa retten? Ja, wir können Europa retten. Ja, wir müssen Europa retten. Aber wir möchten wirklich das Europa, was ich jetzt beschrieben habe, das Europa, das hier umweltfreundlicher und nachhaltiger wird. Ein Europa, das sich den Migranten gegenüber öffnet, das sie nicht im Meer ertrinken lässt. Und das ist das Europa, was wir möchten. So, und damit bin ich am Ende. Ja, das sind meine letzten Worte und ich hoffe, dass meine Generation wirklich dieses Anliegen auch vorantreiben wird. Herzlichen Dank, Francesca, zu meiner Namensvetterin. Das ist immer der Vorteil, wenn ich in Italien unterwegs bin, werde ich auch immer automatisch zur Francesca. Von daher ganz herzlichen Dank für deinen sehr wichtigen Beitrag und auch deine Perspektive schon nicht nur jetzt in der Krise, sondern auch
davor die Perspektive aus dem Süden mit einem Europa, das junge Leute in der Arbeitslosigkeit gelassen hat oder es erschwert hat, rauszukommen. Das ist, glaube ich, ein ganz anderes Lebensgefühl, als viele junge Menschen in Deutschland hatten über die letzten 10 Jahre. Aber ich glaube, es ist wichtig, dass wir deine Perspektive hier bei uns hören. Ich würde jetzt gerne an Sven Giegold übergeben. Viele von Ihnen kennen ihn. Er ist einer unserer profiliertesten Europaabgeordneten für die Grünen seit 2009. Er ist der Finanzexperte, aber auch derjenige, der das Große im Blick hat, hat davor Attac in Deutschland groß gemacht, ist von daher auch immer jemand, der Bewegung mitdenkt und nicht nur im Parlament, sondern die beiden Ebenen verknüpfen kann. Und ich würde dir gerne auch eine Frage mit auf den Weg geben, die gestellt wurde. Schaffen wir Grüne es jetzt in diesen Zeiten, den Green New Deal genug nach vorne zu bringen? Werden wir laut genug sein, stark genug sein? Was willst du dafür tun? Und es gab eine Frage von deinem oder von unserem ehemaligen griechischen Kollegen Nikos Chrysogelos, die ich dir gerne mitgeben möchte. Er fragt nämlich, ob, wenn wir nicht jetzt über eine Vertiefung in der Gesundheitspolitik reden, ob wir nicht eigentlich dann auch über eine Vertiefung mit Blick auf soziale Standards reden müssen. Ja, vielen Dank erstmal. Ich bin auch ganz begeistert, wie das hier funktioniert. Mit der Simultandolmetschung ist hier wirklich eine Begegnung im Internet möglich mit so vielen Menschen, wie wir das bisher, glaube ich, nicht hatten. Also ich finde das wirklich eine neue Qualität und ich finde es wirklich großartig. Genauso wie vorher, dass 24.000 Menschen aus Italien und Deutschland unseren Aufruf unterschrieben haben für Solidarität und Zusammenhalt, hat ja ein Zeichen gesetzt, dass wir uns nicht spalten lassen, sondern wissen, dass dieses Europa gemeinsam nach vorne nur entwickelt werden kann. Und ich muss sagen, Mario Monti war in seiner Einführung sehr höflich und freundlich. Als Deutscher habe ich mich beschämt gefühlt. Ich habe mich beschämt gefühlt, dass in Italien die Menschen in großer Zahl starben, das Gesundheitswesen offensichtlich nicht in der Lage war, in einigen Regionen standzuhalten und gleichzeitig in Deutschland eine Diskussion geführt wurde, die geprägt war, wir wollen nichts abgeben. Und da war ganz wichtig, dass die Ökonomen, und zwar gerade nicht nur Ökonomen von den progressiv linken nahen Organisationen, sondern ganz breit, wie Herr Hüther das auch dargestellt hat, der Meinung waren, dass wir in dieser Situation zusammenstehen müssen und kluge wirtschaftspolitische und finanzpolitische Antworten finden müssen, für diese Situation genau entsprechend maßgeschneidert. Und da finde ich, ist eben eines wichtig. Jetzt erstmal ist es eine Notsituation und da muss man helfen und dann muss man sehen, wie kommt man aus der Krise raus. Und da könnte ich mir vorstellen, dass wir in diesem Kreis nochmal etwas Deutliches sagen, dass das Geld, was wir jetzt aufwenden für den Wiederaufbau, dass das auf der einen Seite solidarisch finanziert sein muss, also nicht die Verschuldung der Einzelstaaten wieder erhöht, und auf der anderen Seite dieses Geld gleichzeitig die großen Zukunftsfragen wie Klimaschutz und Digitalisierung voranbringen muss. Das ist auch das Signal der Jugend, die ich hier gehört habe. Ich fände es gut, wenn wir dazu noch mal etwas erklären würden. Wenn wir irgendwann weitergehen wollen für einen stabilen Euro, dann brauchen wir noch mehr als nur die Hilfe in der Corona-Zeit. Einige haben das hier gesagt, ein sozialeres Europa. Ein Europa, in dem die wirtschaftspolitischen Entscheidungen gemeinsamer gefällt werden. Allerdings setzt das dann voraus, aus meiner Sicht, wenn man zum Beispiel über Corona-Bonds und die Finanzierung einer akuten Krise in begrenzter Weise hinausgehen will, dann kann man eben nicht beides gleichzeitig haben. Unbegrenzte Solidarität und unbegrenzte Souveränität. Das bedeutet, in dem Moment, wo man noch tiefer solidarisch und strukturell solidarisch sein will, dann brauchen wir auch eine demokratische, gemeinsame Wirtschafts- und Finanzpolitik in Europa. Und auch das ist etwas, was man, glaube ich, gemeinsam sagen kann. Auf der einen Seite solidarisch sein und zum Beispiel dauerhaft allen Staaten des Euros niedrige Zinsen zu sichern, aber dann gemeinsam mit einer
gemeinsamen Finanz- und Wirtschaftspolitik. Ich möchte zuletzt noch einen Vorschlag machen, eins noch dazu gesagt, und das muss natürlich auch einbeziehen, was Mario Monti angemahnt hat, das Angehen der makroökonomischen Ungleichgewichte, die eben gerade auch in Deutschland ein Problem für die Eurozone auslösen. Aber ich will noch einen anderen Vorschlag machen, der zwischen Italien und Deutschland etwas sein könnte, wie unsere Initiative weitertragen kann. Ich bin Finanzpolitiker und ich war immer inspiriert von dem, was Italien macht im Bereich der Bekämpfung der Finanzkriminalität. Das Geld der Mafia kann leichter in Deutschland gewaschen werden als in Italien. Genauso das Geld der russischen Mafia wird beliebt in Deutschland gewaschen. Wir brauchen eine Geldwäschebekämpfung in Europa, die sich am italienischen Vorbild orientiert. Umgekehrt, wenn der Staat so viel Geld ausgibt wie jetzt, dann brauchen wir auch eine entschiedene Bekämpfung von Steuervermeidung und Steuerflucht. Warum sagen wir nicht gemeinsam, wir kümmern uns auf der einen Seite in unserer Initiative um solidarisches Geld, um aus der Krise herauszukommen, aber wir sind auch verantwortlich und sorgen dafür, dass alle Staaten durch europäische Zusammenarbeit sich besser zukünftig finanzieren können. Und das bedeutet eben gemeinsame Bekämpfung der Geldwäsche, der Steuerkriminalität und der aggressiven Steuervermeidung. Und ich finde, da gerade bei der Steuerkriminalität kann man sehr viel in Italien lernen. Und ich finde, auch das ist etwas, was wir gemeinsam sagen könnten. Solidarität ist nicht nur gemeinsam Geld ausgeben, sondern auch sagen, wie wir das Geld vielleicht wieder irgendwann hereinbringen, weil wir wollen ja, dass der Staat nicht dauerhaft immer mehr Schulden anhäuft. Herzlichen Dank, Sven, für deine Vorschläge und deine Einordnungen. Und es ist übrigens interessant zu sehen, dass jetzt mehrere europäische Länder ihre Hilfen auch daran geknüpft haben, also die Hilfen für Unternehmen daran geknüpft haben, dass die Unternehmen selber oder ihre Töchter, Unternehmenstöchter nicht in Steueroasen auch sind. Frankreich, Dänemark, selbst Polen, Österreich hat das Parlament beschlossen. Wir sind da in Deutschland leider noch nicht, aber da würden wir auch gerne hinkommen. Ich glaube, das ist mit Blick auf die Gerechtigkeit und woher wird das Geld für die Krise kommen, ein wichtiger Punkt. Ich würde jetzt sehr gerne, ich habe Verzeihung, ganz kurz, weil ich die Sachen immer nebenbei die Fragen und die Punkte bekomme, gleichzeitig lesen. Als letzte Rednerin jetzt hier in dieser ersten Runde möchte ich sehr gerne Rosella Muroni vorstellen. Sie ist Umweltschützerin und Abgeordnete im italienischen Parlament. Sie waren lange Jahre lang Geschäftsführerin und später Präsidentin von Lega Ambiente. Das ist eine der größten italienischen Umweltschutzorganisationen. Und heute kämpfen Sie im Parlament auch für Umweltschutz, nachhaltige Entwicklung und die Gleichstellung der Geschlechter. Und es gab mehrere Fragen jetzt schon im Chat, die möchte ich Ihnen auch gerne mitgeben. Unter anderem von Frauen aus Italien und aus Deutschland. Es ist interessant, kommt von beiden Seiten die Frage, ob der Green Deal auch etwas für Gleichberechtigung in petto hat. Ich freue mich auf Ihre Sicht, auf Ihre Inspirationen, auf Ihre Gedanken. Dankeschön. Grazie, buonasera a tutti, davvero grazie per questa. Ja, vielen Dank, einen schönen guten Abend und vielen Dank auch meinerseits für diese Initiative. Die tut wirklich gut, so viele Leute hier zusammen zu sehen, die über Italien und Deutschland reden. Ja, und ganz, ganz herzlichen Dank auch an die Grünen aus Deutschland, die hier diese Initiative ergriffen haben mit dem Appell, den wir Anfang des Monats unterzeichnet haben. Ja, und da haben die vielleicht sogar diese Furcht erkannt, die wir Italiener hatten. Das heißt, wir haben da gehört, dass die ganzen Nachteile in Italien, die schwierige Situation immer auf Europa zurückgeführt wird. Und der Appell, den wir unterzeichnet haben, der hat es eben möglich gemacht, hier diese Seiten aufzureißen und tatsächlich hier auch zu zeigen, dass Europa tatsächlich ein Schutzschild sein kann, der auch die einzelnen Mitgliedsländer verteidigt. Meine größte Sorge ist die, dass wir so viel
über die Rückkehr zur Normalität sprechen. Aber in Wirklichkeit ist die Normalität das Problem gewesen. Das sage ich als Umweltschützerin und auch aus der Sicht einer Person, die das europäische Projekt sehr schätzt. Ich glaube, Europa muss diese Chance nutzen, um einen Sprung nach vorn zu tun. Wir müssen uns ein Europa vorstellen, das als Kohle- und Stahlunion entstanden ist und das jetzt in diesem Jahrhundert endlich zu einem klimafreundlichen Europa wird. Das heißt, dass die Identität Europas tatsächlich hier in einer Klimaverbesserung liegt. Wir hatten vorher Millionen Europäer vorher. Alle Leute hatten gemeinsame Gefühle und gemeinsame Ziele, eine Herausforderung für die Politik und auch ein Vertrauen auf die Wissenschaft, die die Antworten liefern sollte. Was müssen wir also tun, damit Europa diesen Schritt nach vorn tun kann? Ganz sicher müssen wir die nationalen Egoismen hier zurücklassen und verurteilen. Und wir müssen uns eine gemeinsame Umweltpolitik geben. Das ist auch als langsam, süß und tiefgehend bezeichnet worden. Also stellen Sie sich das mal vor, wenn wir das in Europa umsetzen. Das heißt, da können wir tatsächlich auch die Talente und die Schwäche der einzelnen Länder erkennen, um zu einer neuen Identität zu kommen. Niemand, wir Italien, braucht Europa so stark. Und das sage ich als, auch als Umweltschützerin. Denn die Politik, die wir hier angewandt haben in Italien, das konnten wir, weil Europa uns diese Politik gegeben hat und uns dabei geholfen hat. Das heißt, aus Sicht der Umweltpolitik ist das wirklich fundamental. Aber auch sozial muss das so werden. Wir können nicht mehr keine gemeinsame Politik gegenüber den Migranten haben. Wir können nicht mehr verzichten auf eine gemeinsame Steuerpolitik. Wir müssen Europa zu einem Schirm machen, ja, oder vielleicht zu einem Flugkörper, der hier tatsächlich zu einem Europa führt, das auf einem gemeinsamen Gedanken und Empfinden beruht. Denn die Just Transition teilt uns im Augenblick. Wir müssen also daran arbeiten, dass Europa auch wünschenswert wird und dass auch hier der Umweltschutz gewollt wird. Das ist fundamental für Europa und fundamental ist dabei das Netz der Grünen in Europa, denn die machen wirklich wunderbare Vorschläge für die Fortschritte. Und ich hoffe, dass tatsächlich hier der Kampf auch gegen den Klimawandel endlich einen Raum findet und auch endlich eine Würde gewinnt, um zu einer gemeinsamen Politik zu werden. Ja, und ich danke allen Rednern für die Beiträge und natürlich auch für die Fragen, die noch kommen werden. Vielen Dank. Herzlichen Dank. Ich schlage jetzt vor, übrigens, weil die Kommentare kamen, dass es in Anführungsstrichen nur 25.000 Unterschriften sind. Wir sind da schon ganz schön stolz drauf, aber helfen Sie uns dabei, dass es noch mehr werden. Also verbreiten Sie den Aufruf, fordern Sie in Ihren Freundeskreis Menschen auf, ihn zu unterstützen, damit wir vielleicht die 30, die 40, die 50.000 auch noch erreichen können. Die Debatte wird uns ja noch einen Moment begleiten. Von daher, glaube ich, lohnt es sich, ihn noch weiter zu verbreiten. Wir wären Ihnen auf jeden Fall dankbar dafür. Ich würde jetzt vorschlagen, dass ich einzelne Zuhörer kurz mit dazu schalte und sie ihre Fragen stellen können und ich danach aus dem Chatraum, wo in dem Q&A schon sehr, sehr viele Fragen kommen, wir das zusammenfassen, ein bisschen clustern und ich dann an Einzelne die Fragen gebe. Ich würde anfangen mit Ingo Mittendorf. Jetzt muss ich mal gucken, dass das alles klappt. Ingo Mittendorf, dass er freigeschaltet wird. Ansonsten, naja, Viviana Bertoldi. You have the floor.
Jetzt hoffe ich, dass das technisch klappt. Sie müssen sich noch, you have to unmute yourself. Alexandra, kannst du, oder Sie müssen sich einmal kurz selber freischalten. Viviane, are you with us? Jetzt probiere ich mal noch den Ingo. Alberto. Sonst nehme ich erstmal ein paar Fragen aus der Runde und wir klären das gleich technisch. Ich habe auch aus dem schriftlichen Chatforum eine ganze Reihe an Fragen für Sie. An Herrn Hüther habe ich die Fragen. Wie schätzen Sie den Vorschlag von Professor Edenhofer ein? Er ist Direktor des Potsdam-Instituts für Klimafolgenforschung. Der vorschlägt, einen europäischen Investitionsfonds mit langer Laufzeit, vielleicht mehr als 50 Jahre, einzuführen. Dieser Fonds soll die Investitionstätigkeit unterstützen und umweltfreundliche Technologien fördern. Genau, Kreditkonditionen unter dem Marktzins. Also das ist ja diese ganz langzeit laufenden Fonds. Vielleicht können Sie da gleich noch mitnehmen. Es gibt noch eine zweite Frage. Was halten Sie vom spanischen Vorschlag? Das sind die ewigen Anleihen auf Deutsch, auf Englisch. Perpetual Bonds. Und ich habe noch eine Frage an Sie von Frau Scherer, von Patricia Scherer. Ich war sehr erleichtert, dass Sie mit Ihren Aussagen zu Corona-Bonds auf den Titelseiten waren. Danke dafür. Aber warum tun sich die Deutschen damit so schwer, obwohl sie doch wirtschaftlich so sehr vom europäischen Binnenmarkt profitieren? Ja, vielen Dank für die Fragen. Mit Eno kann ich mich sozusagen zusammenschließen, denn die Idee eines europäischen Investitions- oder Innovations-Transformationsfonds, der schließt ja an die Idee, die ich mit Sebastian Dulin für Deutschland entwickelt habe, wo wir gesagt haben, wir für die nächsten 10 Jahre, da haben wir Bedarf in einer Modernisierungsoffensive für dieses Land, in den Infrastrukturen, in der Effizienz unserer Produktion und all diesen Bereichen und dafür die Voraussetzungen zu schaffen, durch eine kluge Verkehrsinfrastruktur, durch eine kluge Energieinfrastruktur und so weiter und eine digitale Infrastruktur. Und es ist ja die große Chance unserer Zeit, dass wir angesichts der Zinslage mit sehr lang laufenden Anleihen im Grunde ja auch aus der Anleihe an sich schon keine Zukunftslast begründen. Denn wenn der Zins niedriger ist als die Zuwachsrate der gesamtwirtschaftlichen Leistung, wird allein aus den Einkommenszuwächsen es möglich, die Zinsen zu zahlen. Ich brauche nur minimal produktive Investitionen, aber es sind nach unserer Meinung sehr produktive Investitionen, die uns helfen und dann den Weg eröffnen. Diese langlaufenden Anleihen, naja, das kann man im Prinzip machen. Ich weiß nicht, ob wir auf ewig denken müssen, aber wir gehen natürlich im Prinzip immer davon aus, dass Staaten ja sozusagen eigentlich am Kapitalmarkt zumindest mit ewiger Laufzeit betrachtet werden. Sonst würde man ihnen nicht immer wieder Geld geben. Also ob sie es revolvierend machen oder mit langer Laufzeit, ist es nur wichtig, dass wir aus den kurzfristigen Kapitalmarktturbulenzen rauskommen. Deswegen war es auch wichtig, dass man im ESM nicht die eigentliche Lösung wählt, sondern wenn dann schon man es so macht, mit längeren Laufzeiten, um nicht nach 2 Jahren, 3 Jahren schon wieder am Kapitalmarkt auftauchen zu müssen. Also das ist, glaube ich, ganz wichtig. Letzte Frage, warum die Deutschen sind? Naja, es gibt ja in jeder Gesellschaft so ein Gemeinschaftsbedrängnis, was man irgendwann mal erlebt hat. Und man darf das nicht unterschätzen, das Hyperinflationserlebnis im 20. Jahrhundert für zweimal nach den beiden Weltkriegen ist in der deutschen Gesellschaft sozusagen verhaltensmäßig drin. Und man hat es immer verbunden mit dem vorangegangenen, überbordenden Schuldenständen des Staates. Und insofern ist alles in Deutschland schwer zu vermitteln, was da wieder anknüpft, was scheinbar über Schulden in diese Inflationsschere mit nicht mehr beherrschbarer Inflation hineinläuft. Und das ist meine Deutung. Es gibt auch ein neues Papier dazu von der Hertie School, die sich das mal angeschaut haben. Es ist noch heute so, dass auch gebildete, also informierte Menschen genau das als für sie prägend in Deutschland sehen. Es ist das kulturelle Narrativ sozusagen, Inflationserlebnis. Und das steckt dann auch in diesem, ja, da ist man dann manchmal festgezurrt. Ja, herzlichen Dank. Es ist übrigens auch nur, dass in Deutschland das Schuld und Schulden das gleiche Wort sind. Das gibt es bei den anderen Übersetzungen nicht. Ja, Guilt und Debt sind zwei komplett unterschiedliche Worte. Ich glaube, das hat viel mit der Konnotation von Schulden macht man, wenn man sich schuldig getan hat. Das ist, wenn man in
anglosächsischen Bereich ist, ist das eine ganz, ganz andere Konnotation oder auch bei Ihnen. Aber ich glaube, das hilft manchmal, um zu verstehen, wo wir Deutsche herkommen oder wo wir stehen. Ich habe jetzt Alberto mit uns. Er kann auch sprechen. Und alle, die ich gleich noch dazu füge, Sie müssen sich selber auch noch mal laut schalten. Also es reicht nicht, dass ich Sie freischalte. Sie müssen sich selber auch noch mal freischalten, an Ihrem eigenen Mikros anmachen. Alberto, wir können Sie hören. Mi sentite? Sì, benissimo. Ja. Ich bin Arzt aus Mailand und ich möchte ein bisschen unsere Situation erklären. Wir leben also hier in einer der kontaminiertesten Regionen der Welt. Wir haben eine sehr starke Umweltverschmutzung und das ist sicher eine der Mitursachen hier der starken Ausweitung der Pandemie in der Lombardei. Denken Sie mal daran, in Mailand haben wir im Monat Februar 4 Wochen lang alle Grenzen der 2.5 und von PM10 überholt. Das heißt, der Bürgermeister hatte den Verkehr in der Stadt schon stillgelegt an einem Sonntag und man hatte auch über ihn gelacht damals, denn das sind Maßnahmen, die im Grunde genommen lächerlich sind in einer Metropole. Die Weltgesundheitsorganisation hatte vor 2 Jahren in Genf eine weltweite Konferenz abgehalten über die Beziehungen zwischen Kinderkrankheiten und Umweltverschmutzung. Und da hatte sich ergeben, dass die Po-Ebene eine der kontaminiertesten Gegenden der Welt ist. Und zwar genauso stark verschmutzt wie die größten Weltstädte. Das Problem ist jetzt, zurück zur Normalität zu kommen. Das heißt, das wirtschaftliche und finanzielle Desaster in der Zukunft, ja, das macht uns Sorgen, denn wir haben jetzt Angst davor, dass sich noch einmal dieselbe Situation einstellt, die ja genau die Hauptursache gewesen ist für diese lokale Ausweitung der Pandemie hier bei uns. Der öffentliche Nahverkehr in der Stadt kann kaum den Abstand zwischen den Personen garantieren und deshalb haben die Leute alle Angst, die U-Bahn zu benutzen oder den Zug und deshalb werden sie alle ihr Auto nehmen. Und ja, Mailand hat in den letzten Jahren eine Riesenzahl von Fahrzeugen gehabt, die von außen kommen. Wir haben damals 800.000 gehabt und heute haben wir 1 Million Fahrzeuge, die in die Stadt reinfahren. Und das sind die Daten von vor Covid. Die Botschaft ist also wie, oder sagen wir, die Botschaft ist eine Frage, was tun? Das heißt, diese Krise muss tatsächlich allen verständlich machen, dass die Umweltfrage eine fundamentale Frage ist. Und dazu möchte ich noch mehr sagen. Ich denke, Mille grazie. Wir müssen nur gucken, dass noch andere auch noch drankommen. Von daher machen Sie noch einen Punkt, den nehmen wir auf und dann gebe ich das Wort weiter. Ja, mille grazie. Ja. Ich möchte daran erinnern, wir sollen an die Milliarde Personen erinnern, die weniger als $1 pro Tag haben. Und ja, da wird die nächste Coronavirus-Epidemie auftreten. Und Europa muss sich auch um diese Milliarde Menschen kümmern, die kein fließendes Wasser haben, die keine Abwässerkanäle haben. Und da wird jetzt der nächste Coronavirus aufkommen, der in den nächsten 5-6 Jahren sich bestimmt einstellen wird. Und Europa muss auch, wie gesagt, diese weltweite Situation mit berücksichtigen. Vielen Dank. Ja, herzlichen Dank. Ich glaube, Ihr Punkt, auch den Blick über Europa hinaus zu weiten und zu sehen, was in der Welt an sich passiert, ist ein sehr wichtiger Punkt,
den wir in unseren Debatten nicht vergessen dürfen. Also von daher mille grazie Alberto für Ihre Sicht. Mit Blick auf Umwelt und Gesundheit, Sven, möchtest du vielleicht kurz dazu etwas sagen, bevor ich Tommaso das Wort gebe? Er kann sich dann gleich freischalten. Ich würde auch gerne dazu nochmal die Stimme der beiden Umweltschützerinnen hören. Aber ich will nur eins sagen. Wir haben die gleichen Probleme mit der Luftverschmutzung in den deutschen Städten. In über 50 Städten klagen Organisationen und Bürgerinnen und Bürger darauf, dass das gemeinsame europäische Recht bezüglich der Luftschadstoffe eingehalten wird. Wir haben gute gesetzliche Regeln, die werden aber regelmäßig gebrochen. Und das lag auch an dem Fahrzeugabgasskandal, mit dem eben Fahrzeuge in großer Zahl verkauft wurden, die eigentlich in dieser die Abschaltvorrichtungen hatten. Und was Alberto Rogi gesagt hat, heißt ja, dass wir wissen, dass die Menschen anfälliger sind für das Coronavirus, wenn ihre Lungen schon geschwächt sind durch die Luftverschmutzung. Und das müssen wir sehr ernst nehmen. 400.000 Tote pro Jahr in Europa vorzeitig durch Luftverschmutzung. Das ist die stärkste Umweltverschmutzung, die wir haben. Und wir haben europäisches Recht. Und die Forderung an die Europäische Kommission und an die Mitgliedstaaten muss sein, dieses europäische Recht auch scharf durchzusetzen. Dann könnten viele Menschen ein längeres und glücklicheres Leben führen. Und auch daran erinnert diese Krise, es ist eigentlich ein Rechtsstaatsproblem. Ich bin gespannt, wie andere das hier sehen. Genau, ich würde noch, Rosella, vielleicht möchten Sie auch noch kurz etwas dazu sagen. Und dann würde ich Tommaso freischalten und danach zwei Frauen. Am Anfang hatten sich leider nur männliche Diskussionsteilnehmer gemeldet. Jetzt ist auch eine ganze Reihe von Frauen da. Von daher aber erst noch mal kurz Rosella. Sì, sull'inquinamento atmosferico. Ja, zur Luftverschmutzung. Also der Kampf gegen die Emissionen ist ja ein Kampf, den die Europäische Union gemeinsam führen muss. In der Phase 2, die wir jetzt in Italien gerade untersuchen, vor der wir stehen, wo es um die Bewegungsfreiheit geht, da muss vor allen Dingen auch eine Zusammenarbeit zwischen den europäischen Städten stattfinden. Wir müssen in den Stadtzentren Arbeit leisten. Ich denke an das, was in Berlin gemacht worden ist, aber auch in Paris. Das heißt, wir brauchen eine Mobilität, wo wir auch die Fahrräder einsetzen zum Beispiel. Und das ist etwas, was die Union auch gemeinsam vorwärts treiben kann. Und das ist nötig durch Verschmutzung. Die sind wirklich sehr, sehr zahlreich. Und das ist eine der Plagen in Europa. Da werden die Wechselwirkungen untersucht zwischen Virus und den Schadstoffen in der Luft und in den Städten, wo die Bevölkerung schon ein Gesundheitssystem hat, hier eben aufgrund der Atembeschwerden, da haben wir natürlich ein größeres Risiko und da brauchen wir nicht Wissenschaftler zu sein, um das festzustellen. Und da müssen wir wirklich gemeinsam Front machen. Ja, herzlichen Dank. Ich würde jetzt ein paar Wortmeldungen gesammelt mit aufnehmen. Tommaso, Mirjam Genz und Anna Cialoni. Tommaso, Sie haben das Wort. Vielleicht können Sie sich am Anfang kurz vorstellen. Und verzeihen Sie mir, wenn ich auf die Zeit achte, aber je mehr kommen dann dran. Tommaso? Ja, jetzt klappt es. Ja, wir hören Sie. Sagen Sie. Sonst Anna? Ah, jetzt klappt es, jetzt. Ja, hören Sie mich? Ich bin Tommaso, ich bin Anwalt in Rom. Und ich möchte nur unterstreichen, dass diese Art der Begegnung noch weiter intensiviert werden sollte. Denn mit dieser Art von Dialog
beginnen wir ja auch hier der europäischen Staatsbürgerschaft mehr Körper zu geben. Denn wir reden zwar oft darüber, aber meist steht das dann nur auf dem Papier. Seit 1993 haben wir ja schon die europäische Staatsbürgerschaft und das vergessen wir immer wieder. Dann gibt es einen zweiten Aspekt, den ich unterstreichen möchte. Das ist schon angesprochen worden von Herrn Giegold. Wenn es um Finanzaspekte geht und auch die Gesundheitspolitik, da müssen wir auch eine europäische Politik haben. Und er hat da unterstrichen, dass wir das Ganze auch zurückführen müssen, auch auf eine souveräne europäische Stellung hier. Und das ist ein wichtiger Punkt, den wir diskutieren müssen. Und das müssen wir auch weiterhin besprechen, denn vor dieser Pandemie war ja schon eine Konferenz vorgesehen, auf der über die Zukunft der Union gesprochen werden sollte. Jetzt haben wir ein schwieriges Problem, aber diese Konferenz sollten wir auf jeden Fall einberufen, denn wir sollten dieses Thema nicht aus den Augen verlieren. Und ich glaube, bei der Gelegenheit, da geht es um die souveränen Anliegen hier Europas und die politischen Maßnahmen, die wir ergreifen müssen. Das sind Schwerpunkte, die wir bei dieser Konferenz auch behandeln müssen. Vielen Dank. Herzlichen Dank. Anna? Ja, super. Wir hören Sie. Ja, meine Frage. Ich bin eine Großmutter. Ich denke an die zukünftigen Generationen und meine Frage geht an Mario Monti und Michael Hüter. Das ist eine wirtschaftliche Frage. Ich denke zum Beispiel an die Erbsteuer. Ich habe eine ganz konkrete Frage. Ich denke an die Erbsteuer. Die Erbsteuer die macht ungefähr 800 Millionen für die Staatskassen aus. Und in Deutschland sind es nur 7 Millionen. Und in Frankreich 14 Millionen. Und da frage ich mich, ob wir hier nicht eine Korrektur vornehmen können, dass wir diese Unterschiede abbauen können, um auch die zukünftigen Kinder, die noch geboren werden müssen, nicht in der gleichen Situation in ganz Europa sind. Herzlichen Dank für die Frage. Ich habe jetzt, weil Miriam Genz sich noch nicht selber laut gestellt hat, noch Beate Bogting dazugefügt. Sie können Ihre jetzt gerne teilnehmen. Sie sind auch so, dass wir Sie hören können. Ja, hallo, ich bin Beate Bogting. Hören Sie mich? Wunderbar. Okay. Ja, ich bin Redakteurin der Zeitschrift Verkonomy und im Vorstand des Vereins Initiative für natürliche Wirtschaftsordnung. Und ich möchte auch nochmal auf die Finanzierung zurückkommen. Das ist ja ganz wichtig. Wir sprechen jetzt von 1 Billion oder noch mehr Geld, was wir jetzt benötigen, um diese Krise zu überwinden. Und ich finde es schön, dass Herr Hüter als Ökonom hier eine europäische Perspektive einnimmt und für die Eurobonds ist, beziehungsweise Corona-Bonds. Aber müssen die nicht zusammengehen mit effektiveren Negativzinsen? Denn wenn der Zins positiv bleibt, dann ist es immer noch eine riesen Zinslast, die da auf uns zukommt. Und wir könnten effektive Negativzinsen haben, wenn wir endlich das Bargeld angehen und die Bargeldhortung verhindern. Dann könnten die Zinsen weiter runtergezogen werden und dann hätten wir viel mehr Geld zur Verfügung zu günstigen Konditionen. Und Sie hatten vorhin gesagt, Herr Hüter, regte sich bei mir der Widerstand und wahrscheinlich auch bei Menschen wie Luisa Neubauer. Ja, die Zinsen, die sind ja jetzt niedrig und wir können die dann ja aus den Zuwachsraten bezahlen, die wir haben werden. Aber viele junge Menschen wollen gar keine Zuwachsraten mehr. Wir wollen kein BIP-Wachstum mehr. Wir wollen die Wirtschaft umgestalten, die Lebensstile umgestalten und dazu brauchen wir Negativzinsen. Da möchte ich mal Ihre Meinung hören. Ja, herzlichen Dank für die Frage. Sie können sich jetzt jeder überlegen, was er gerne davon sich auch rausnehmen möchte und beantworten möchte. Ich füge noch ein paar Fragen hinzu. Gerd Lörner, Sie haben eine präzise Frage bekommen von Patrick Wilhelmi. Hat die Corona-Krise Nord- und Süditalien näher zusammengeführt?
Oder ist die Kluft eigentlich zwischen dem Norden Italiens und im Süden Italiens größer als die Kluft zwischen Norditalien und Süddeutschland? Es gibt eine Frage an Luisa Neubauer und Francesca. Inwieweit arbeitet ihr jetzt auch als Fridays for Future in dieser Krise europäisch zusammen? Erarbeitet ihr jetzt diese Konzepte gemeinsam? Was sind eure Strategien, um den Green Deal in den europäischen Wiederaufbau hineinzubekommen. Herr Monti, noch eine Frage für Sie. Wie groß oder was muss denn passieren, wie groß sind die Chancen, was muss passieren, dass eine europäische Besteuerung Teil des nächsten europäischen Mehrjahreshaushaltes sein kann? Und wie sehen Sie die Chancen oder wie sieht es eigentlich aus um eine ökologische Besteuerung in Italien? Vielleicht können Sie dazu ein, zwei Sätze sagen. Das war eine sehr präzise Frage an Sie. Und dann gibt es Fragen, die etwas anschließen an die Frage gerade auch, die zu der Konferenz der Zukunft Europas war. Also brauchen wir nicht jetzt eigentlich den europäischen Föderalstaat? Ist es jetzt nicht der Moment, mutigere Fragen zu stellen, als nur im Klein-Klein zu verharren? Müssten wir nicht größer den Bogen spannen? Das ist eine, und dann gab es noch eine Frage zu den Schließungen der Grenzen und eine Frage zu Ungarn und Polen. Da kann ich am Ende was dazu sagen. Und mir ist übrigens noch eine Begründung eingefallen, Herr Hüther, vielleicht können Sie mich korrigieren, aber mein Eindruck ist, dass zumindest ökonomisch betrachtet wir in Deutschland ein starkes Zerrbild von Italien haben. Wenn ich immer bei mir erzähle, dass Italien auch Netto-Beitragszahler ist zum EU-Haushalt, dann gucken mich alle an, wie wenn ich vom Mars käme, und glauben tut es mir eigentlich keiner. Aber es stimmt so, dass Italien in der Euro-Krise kein Rettungspaket bekommen hat. Ich glaube, im deutschen Bewusstsein ist das Bild ist durchaus ein Zerrbild. Und wahrscheinlich gibt es eben solche Zerrbilder über Deutschland in Italien. Und wir wollen ja auch heute Abend einen Beitrag dazu leisten, solche Zerrbilder abzubauen. Ich würde anfangen mit Luisa Neubauer und Francesca. Luisa. Ja, ich würde vielleicht kurz drei Punkte ansprechen. Das eine ist die Frage, warum wir als Fridays for Future, als junge Klimagerechtigkeitsbewegung ohnehin, also überhaupt so interessiert und so engagiert an diesem Thema gerade sind. Es gibt diese ganz merkwürdige Verschiebung. Menschen denken jetzt, naja, das ist nicht euer Thema. Es ist gerade nicht so wichtig und wir machen das Klima nach Corona. Und was wir natürlich sehen, das ist auch eine ganz finanzielle Frage, ist, dass wir uns im Zuge der Corona-Bewältigung wird sich Europa und werden sich auch die einzelnen Nationalstaaten, die werden sich einmalig historisch verschulden. Und die Frage wird sein, schaffen wir es, in der Corona-Bewältigung die Klimakrisenbewältigung so zu integrieren, dass am Ende des Tages den Weg, den wir gegangen sind, uns näher bringt hin zu einer gerechteren, hin zu einer solidarischeren, hin zu einer nachhaltigeren, ökologischen Gesellschaft, aber das auch für Europa gedacht und das auch in die Generation hineingedacht. Wir haben das von Francesca gehört, die Jugend, die in Teilen von Europa ganz massiv zu leiden hat unter wirtschaftlichen Entwicklungen. In Deutschland sieht es für uns anders aus und gleichzeitig sehen auch wir unsere Zukunft in Deutschland enorm gefährdet, weil wir gar nicht einschätzen können, beziehungsweise zu gut einschätzen können, vielmehr, was die wirtschaftlichen Folgen sein werden, wenn wir heute die Klimakrise aus unseren Zukunftsentwürfen und unseren wirtschaftlichen Projektionen ausklammern. Das heißt, die Frage wird sein, wie geht das denn eigentlich, die ökologische Krisenbewältigung, die nicht nur verhindert, dass Investitionen oder Regulationen, die jetzt getroffen werden, die Klimakrise beschleunigen, sondern vielmehr noch im Sinne von tatsächlich integrativ gedachten Wirtschaftsmaßnahmen, aber auch Gesellschaftsmaßnahmen dazu führen, dass wir uns insgesamt in eine ökologischere Richtung entwickeln. Und dabei kam eben die Frage nach der Rolle von BEP aus. Das ist ein ganz, ganz interessanter Faktor. Wir wissen längst, dass das BEP, also dass die Art und Weise, wie wir Wohlstand messen, schon längst weit entfernt von dem ist, was tatsächlich bei Menschen als wohlständig ankommt. Das ist kein passender Parameter mehr.
Spätestens mit der Corona-Krise wird es nochmal ganz anders entblößt. Die Länder mit dem höchsten BIP weltweit sind gerade die, die sich als am wenigsten resilient herausstellen oder gerade am meisten mit zu kämpfen haben. Und die Frage wird an der Stelle also sein, welche Parameter nutzt man denn, um zu messen, wie wir erfolgreich Krisen bewältigen können? Das heißt, woran machen wir das fest? Werden wir stumpf gucken, dass unsere BIP-Zahlen wieder wachsen, weil wir das so kennen und immer gemacht haben? Oder werden wir anfangen, tatsächlich nachzuvollziehen, wie tatsächliche Wohlständigkeit in den Gesellschaften, tatsächliche Nachhaltigkeit organisiert werden kann und das auch dann messbar gemacht werden kann. Und das ist, was wir bei Fridays for Future ganz viel machen. Das machen wir ganz besonders natürlich jeweils in den staatlichen oder nationalen Organisationen. Das liegt daran, dass da die Strukturen am gefestigten sind. Aber wir tun es auch ganz massiv europäisch. Zufälligerweise ist genau heute Abend zum Beispiel ein europäisches Treffen, wo wir mit Joseph Stiglitz darüber sprechen dürfen, wie es denn gehen kann, dieses europäisch gedachte Krisenbewältigungsszenario, das eben generationenübergreifend denkt, aber eben auch in die Grundlagen von unserem Leben, die Lebensgrundlagen schützt, erhält und stärkt. Und das probieren wir ganz viel zu machen. Und aus einer der Perspektive von einer jungen Frau in Deutschland gesprochen, was wir auch ganz viel machen hier in Deutschland, weil wir wahnsinnig viele Kapazitäten haben, weil unsere Lockerungen relativ niedrig sind, probieren wir auch zum Beispiel ein Format zu entwickeln, die in anderen Ländern in Europa kopiert werden können, also zum Beispiel Aktionsformate, und gleichzeitig von uns heraus europäische Antworten und Forderungen aufzustellen, was wir sehen, was jetzt gebraucht ist, um eben Krisenbewältigung in die Breite zu denken, multidimensional, aber vor allem auch in die Generationen hinein. Ja, herzlichen Dank. Francesca. Hey, posso collegarmi all'intervento di Luisa? Ja, ich knüpfe an das an, was Luisa gesagt hat. Ja, die Frage ist, wie gestaltet sich unsere Zusammenarbeit? Wie kämpfen wir zusammen für das Klima? Sicher an mehreren Fronten. Einmal auf der Ebene der Proteste, der Demonstrationen. Aber auf der anderen Seite haben wir auch einen konstruktiveren Teil. Das heißt, wir erarbeiten Vorschläge. Und es ist wichtig, dass auch dieser Teil transnational ist. Das heißt, dass der zusammen ausgearbeitet wird, dass die Staaten dort zusammenarbeiten, dass wir dort zusammenarbeiten innerhalb Europas. Also wir jungen grünen Europäer, wenn wir Vorschläge ausarbeiten, dann besprechen wir uns mit den Kollegen von der FIEC. Und was bedeutet das? Das bedeutet, dass wir am Ende tatsächlich ein gemeinsames Projekt haben. Das heißt, es ist tatsächlich der Wille da und auch die Möglichkeit, gemeinsam zu arbeiten an den Vorschlägen. Also transnational zusammenzuarbeiten zwischen den einzelnen Ländern. Das Projekt ist ein gemeinsames Projekt. Und daran arbeiten wir. Das heißt an allen Fronten. Das heißt auf der einen Seite durch die Proteste, aber auf der anderen Seite auch durch die Ausarbeitung konkreter Vorschläge, die dann auch Anwendung finden können. Und auch da müssen wir natürlich darauf bestehen. Das heißt, wir müssen nicht darauf warten, dass jemand anders die Dinge für uns ändert, sondern wir müssen selber dafür sorgen. Wir müssen uns selbst ins Spiel bringen. Ja, herzlichen Dank. Gerd Lörner, möchten Sie auch die Frage zwischen dem Zusammenhalt Nord- und Süditalien, Norditalien, Süddeutschland antworten? Gerne auch zu anderen Punkten, die Ihnen wichtig sind, aber das war eine sehr präzise Frage an Sie gerichtet. Ja, ich bitte die deutschen Freunde, sich einmal etwas vorzustellen. Ich denke dabei auch an den Anruf des Arztes aus Mailand, Alberto.
Stellen Sie sich vor, wenn in München das passiert wäre, was in Mailand passiert ist. Ich glaube, die beiden Großstädte sind miteinander vergleichbar. Wie hätte sich das ausgewirkt auf die Dynamik innerhalb Deutschlands? Mario Monti lebt auch in Mailand. Wir kennen die Situation in Mailand sehr gut. Und diese schnelle Transformation der europäischen Hauptstadt, die im Wohlstand lebt, die erfolgreich ist, die dynamisch ist, in eine Stadt, die plötzlich feststellt, dass sie ganz fragil ist und empfindlich und dass diese Stadt immer mehr Arme hat. Das heißt, dass es sogar wichtig wird, diese Leute auch mit Lebensmitteln zu versorgen, denn es gibt tatsächlich Leute hier, die kein Geld mehr haben, das sie ausgeben können, um einzukaufen. Ich habe gesagt, ich will brutal sein. Also ich glaube heute, dass die Feindschaft zwischen den italienischen Regionen stärker ist als die Feindschaft gegenüber Deutschland, die es natürlich auch unter den Italienern gibt. Es stimmt nicht, dass die Pandemie, also dieses Virus, dazu geführt hat, dass wir solidarischer sind, dass wir enger zusammenhalten. Ja, gut, in den Nachbarschaftsbeziehungen, ja, da haben wir eine gewisse Großzügigkeit, eine ehrenamtliche Tätigkeit, Solidarität. Aber nach der Phase der großen Angst, diese Phase, in der man nicht in der Lage ist, den Migranten zum Beispiel die Schuld zu geben oder den Bankiers die Schuld zu geben für das, was einem passiert. Das Virus ist ja was anderes. Also nachdem die Phase der großen Angst vorbei ist, in der wir uns alle nahe beieinander fühlen, da beginnt dann die Phase der Wut, der Vorwürfe. Ich bin arm, aber ich bin zum Beispiel ein Friseur in der italienischen Region Molise oder ich bin Friseur in Umbrien, wo ganz, ganz wenige Corona-Fälle sind. Und ich frage mich, warum ich mein Geschäft geschlossen halten muss, wegen der Schuld der Mailänder. Das hat dazu geführt, dass die lokalen Leader, egal welcher Partei sie angehören, ob rechts oder links, dass diese politischen Leader aggressive Haltungen entwickelt haben und lokalistische Haltungen entwickelt haben. Wir haben die Präsidentin der Region Kalabrien, die gesagt hat, ich mache die Restaurants wieder auf. Das ist ganz egal, was die Nationalregierung sagt. Wir haben den Präsidenten hier aus Kampanien, der hat gesagt, ich verbiete den Leuten aus dem Norden hier in meine Region einzureisen. Und das überlegen Sie sich mal, welche Reaktion die Leute in Görlitz hätten zum Beispiel oder irgendein Ort in Ostdeutschland, die kennen Sie besser als ich, wo die Wirtschaftskrise beziehungsweise wo das Einkommen niedriger ist, welche Reaktion diese Leute haben würden gegenüber einem Zusammenbruch in München und des wunderbaren Gesundheitssystems in München. Denn das ist ja auch passiert hier, dass das angebliche fantastische Gesundheitssystem der Lombardei hier auch seine Schwächen gezeigt hat. Ich weiß, ich habe schon zu lange geredet, aber ich möchte noch etwas hinzufügen. In dieser schrecklichen und dramatischen Situation, die wir zurzeit erleben, also mit den vielen Toten, mit den vielen alten Menschen in den Altersheimen, in diesem dramatischen Klima der Ansteckung, die in dieser großen Stadt Mailand kaum zurückgeht im Vergleich zu den kleineren Orten im Land, das passiert aber auch in London, in Madrid, da haben wir jetzt die absurde Situation, dass die Luft sauberer ist, die Bürger plötzlich sehen, wie schön eine Stadt ohne Verkehrsstaus ist, wo es möglich ist, mit dem Rad zu fahren
wo man sich auch eine Zukunft vorstellen kann, ohne Verkehrsstauungen. Und das Thema, was Luisa und Francesca und Rossella hier ansprechen, dass wir also keine Rückkehr zum Leben von vorher wollen. Ich glaube, das ist sehr populär. Das empfinden viele Menschen so. Ja, herzlichen Dank für diesen Beitrag. Ich habe es mir gerade versucht, mental vorzustellen, was passiert wäre, wenn das in München passiert wäre. Und das finde ich ein wichtiges Gedankenexperiment auch für uns. Mario Monti, möchten Sie auf die Fragen, die Sie bekommen haben und auf andere Punkte, die Ihnen wichtig sind, kurz gerne eingehen? Grazie, rispondo volentieri. Ja, vielen Dank. Ich antworte gerne auf zwei Fragen. Die eine Frage betrifft die Steuerfrage. Das ist meiner Meinung nach ein wesentlicher Aspekt eines sozialeren Europas. Und dann möchte ich zum Green Deal etwas sagen. Also aus steuerlicher Sicht glaube ich, dass es tatsächlich nötig ist, dass man die Wirkung wegnimmt, die sich durch den Binnenmarkt ergeben hat, nämlich die Benachteiligung schwacher Kategorien. Wir haben ja den Binnenmarkt, der wichtig ist und wesentlich, um Europa tatsächlich funktionieren zu machen. Wenn wir dann aber den einzelnen Ländern die Steuerregelung überlassen, dann passiert das, was wir seit Jahren sehen. Das heißt, eine Steuerkonkurrenz, vor allen Dingen hinsichtlich des Kapitals, des Sitzes der Unternehmen, der Steuerparadiese und so weiter. Und der nicht so mobile Produktionsfaktor, wie das die Wirtschaftler nennen, also das heißt die Arbeit, die weniger qualifizierte Arbeit zahlt dann für einen hohen Steuerdruck und eine hohe Steuerlast. Ich glaube, nach dieser Krise hier kann es Bedingungen geben, die paradoxerweise günstiger sein können, um tatsächlich zu einer größeren steuerlichen Harmonisierung zu kommen. Und zwar aus zwei Gründen. Einmal, ja, es tut mir leid, dass uns Großbritannien hier verlassen hat, aber einer der wenigen Vorteile, die das für die EU hat, ist, dass das Land ausgeschieden ist, das hier am überzeugtesten gegen eine Steuerharmonisierung war. Das heißt, die anderen könnten also die Anstrengung übernehmen, tatsächlich jetzt in diese Richtung zu gehen. Und dann die Hilfe, die die EU jetzt fast allen Ländern gibt, um die Covid-19-Krise zu überwinden. Ja, da glaube ich, dass hier die Autorität der Europäischen Union gegenüber den Verzerrungen der einzelnen Länder hier zunehmen wird. Das heißt, die Kanzlerin Merkel hat neulich am Rande des Europäischen Rates anscheinend gesagt, gut, wir werden eingreifen und helfen, aber wir können dann nicht tolerieren, dass sich jedes Land sein eigenes Steuerparadies schafft. Und wahrscheinlich dachte sie dabei an Holland oder daran, dass einige Länder vielleicht die europäischen Gelder vielleicht schlecht nutzen. Und dabei dachte sie vielleicht an Italien. Ich glaube, das ist tatsächlich eine größere europäische Koordinierung geben wird, die wir gut nutzen sollten. Und dann zu der spezifischen Frage, die eine italienische Dame angesprochen hat. Das ging um Erbschaftssteuer bei der Frage. Ja. Da habe ich inzwischen mal nachgeschaut im Internet, wie die Situation da ausschaut. Denn ich hatte den Eindruck, dass Italien hier gar nicht so schwer dran geht bei der Erbschaftssteuer. Und ich sehe, in Italien haben wir von 4-8% Erbschaftssteuer.
in Deutschland von 7-50% Erbschaftssteuer und in Frankreich von 5-60% Erbschaftssteuer. Ich glaube nicht, dass das so wichtig ist, dass alle Europäer, unabhängig davon, wo sie geboren werden, hier mit den gleichen Erwartungen hinsichtlich der Erbschaftssteuer geboren werden und auf die Welt kommen. Also ich glaube, es ist doch sehr wichtig, dass man in Italien versucht zu vermeiden, dass jeder Italiener, der geboren wird, ja dann die Staatsschuld auf den Schultern hat und eine große Umweltverschmutzung und eine größere Umweltverschmutzung aushalten muss als die deutschen Neugeborenen. Und dann eine weitere Überlegung. Wir sind hier in diesem Webinar in einer sauberen grünen Umgebung. Und ich glaube, dass es für mich doch sehr wichtig ist, dass jetzt, wo hier die Diskussionen über den mehrjährigen Finanzrahmen wieder anlaufen, dass die Europäische Kommission sich da entschließt, den Green Deal aufrechtzuerhalten und dass dieser Green Deal hinsichtlich seiner Finanzierung nicht zurückgeschraubt wird, um allen einzelnen Ländern zu helfen, da wir immer mehr werden, die wir denken, dass die Pandemien auch durch die Einwirkung des Menschen auf die Natur zustande kommen. Da müssen wir wirklich dafür sorgen, dass die Finanzierung für den Green Deal nicht gesenkt werden. Und dann hinsichtlich der Grünen und der Politik, da möchte ich hier die Italiener Rossella oder Francesca fragen, warum in Italien, wo der Kampf gegen den Klimawandel so stark sein sollte und auch stark gewesen ist, dass da nicht eine grüne Bewegung oder eine starke grüne Partei entstehen kann. Diese Bewegung hatten wir ja am Anfang bei der Entstehung der Fünf-Sterne-Bewegung. Das war also eine grüne Inspiration damals, aber die sind dann anti-europäistisch geworden und sind dann hier sehr gleichgültig geworden gegenüber dieser Frage. Wird Italien immer ohne eine grüne Partei sein, wie wir das in Deutschland haben hier? Rossella, die Frage ging direkt an Sie oder Francesca, bevor ich gleich mit Herrn Hüter weitermache. Eine kurze Antwort, Rossella, Francesca. Sì, grazie. Ja, vielen Dank. Ja, ich würde sagen, es ist nicht einfach, hier in Italien Umweltschützer zu sein. Also wir haben natürlich ein großes Potenzial in Italien, aber wir sind auch das Land, in dem, das kann man nicht übersetzen, hier tatsächlich der Missbrauch in der Bauwirtschaft sehr stark gewesen ist. Wir haben da immer Amnestien gehabt für diese Situationen. Und ja, in Italien, da haben die Italiener immer nur daneben gestanden. Das heißt, sie haben sich nicht aktiv beteiligt. Und dieses soziale Anliegen ist noch nicht aktiv umgesetzt werden. Wir haben Europa Verde, also die italienischen Grünen, die haben sich den europäischen Grünen angeschlossen. Und wir haben da auch wichtige Personen, die auch sehr viel kämpfen. Aber es gibt ein Limit der italienischen Politik. Also im Parlament in Italien bin ich sehr isoliert, wenn ich zum Beispiel hier über diese Themen spreche. Wenn wir zum Beispiel über Bienenschutz und dergleichen sprechen im Parlament, dann kommen da sehr viele skeptische Reaktionen. Die Bienen sind ja wirklich ein wichtiger Indikator für die Umweltqualität und sind auch wichtig für das Fortbestehen des Menschen. Aber das wird nicht so wahrgenommen. Ja. Ich glaube, unser Land tut sich noch sehr schwer damit, das eigene Potenzial zu erkennen.
Und wir müssen auch viel hier auf die grüne Entwicklung setzen und dafür sorgen, dass diese grüne Politik auch in Italien umgesetzt wird. Und wir arbeiten daran, das ist meine Antwort. Ja, danke schön. Francesca, kurz. Ja, ich schließe an das, was Rossella gesagt hat. In Italien sind die Grünen immer so wie Neinsager angesehen worden. Das heißt, die Partei der Neinsager. Eine Partei, die zwar die Umwelt geschützt hat oder schützen wollte, aber nicht die Menschen. Und jetzt haben wir eine neue Organisation, eine politische neue Organisation. Es kommt zu einem grünen Europa, Europa Verde heißt das. Und das ist nicht nur eine Frage der Umwelt, sondern es ist eine Partei, die auch wichtige soziale Aspekte vorantreibt, also auch im Sinne der Solidarität. Aber das ist ein Prozess, der jetzt erst anläuft und das ist nicht sehr einfach, das Ganze voranzutreiben. Wir haben viele Freiwillige dabei, wir haben wenige Mittel dabei, aber wie gesagt, ich gehöre dazu und wir haben eine große Begeisterung und ja, wir haben auch viel Kraft. Also im Augenblick läuft es noch sehr zäh, aber da wird schon noch was draus. Ja, herzlichen Dank. Das ist eindeutig mutmachend, dass junge Menschen wie du dich da auch engagieren und nicht aufgeben bei den Bienen. In Deutschland war das zumindest sehr erfolgreich und ich glaube, viele Menschen können damit etwas auch am Ende auch wirklich mit anfangen. Übrigens, es gab die Fragen, warum man sich nicht zusammenschließt zu einer europäischen grünen Partei. Die gibt es schon. Es gibt die European Greens, es ist unsere grüne Dachfamilie, der wir angehören. Da kann man übrigens auch direkt Mitglied werden, ohne in einem nationalen grünen Partei Mitglied zu sein, für alle, die das interessieren sollte. Ich wollte noch einen Satz zu Österreich-Holland sagen. Es war jetzt mehrfach erwähnt. Es stimmt ja auch, dass sie häufig als doppelt unsolidarisch bezeichnet werden, weil sie schon zu normalen Zeiten als Steueroasen anderen Ländern eher Steuergelder auch abziehen und jetzt in der Krise nicht bereit waren zu helfen. Ich glaube, das war eine Debatte zumindest, die es auch bei uns gab. Ich weiß, wahrscheinlich wurde sie in Italien ähnlich gesehen. Herr Hüter, es gab jetzt sehr viele Fragen an Sie. Sven Giegold, danach bitte zu beantworten, Negativzinsen und wie definieren wir eigentlich Wachstum? Wie geht es eigentlich? Was für eine Art Wachstum brauchen wir? Wachstum, welches wollen wir? Aber Herr Hüter, Sie haben ganz viele Fragen nochmal zu Corona uns bekommen. Ja. Und ich würde einfach nur mal gerne ein paar von denen Ihnen nochmal nennen, weil ich glaube, es ist wichtig, dass Sie erklären. Wir haben jetzt hier immerhin noch 800 Leute, die zuhören und da kamen wirklich viele Fragen dazu. Warum glauben Sie, dass es rechtlich möglich ist, diese Corona-Bonds einzuführen? Frau Merkel sagt, es geht nicht rechtlich. Wie kann es sein? Hat sie recht oder haben Sie recht? Zweite Frage, die Einführung davon würde doch viel zu lange dauern. Wir brauchen doch aber jetzt Instrumente, das haben Sie selber gesagt. Warum setzen Sie dann auf ein Instrument, was in Klammern, würde ich sagen, anscheinend so lange dauern würde. Dritter Frage, wer kontrolliert denn dann, was mit unseren Geldern passiert? Wofür wird das Geld ausgegeben? Warum soll es direkt den Italienern zugutekommen? Das sind drei Fragen und eine vierte, die haben wir, glaube ich, im Teil schon ein bisschen mit beantwortet. Das war die Frage, die Italiener sind doch im Durchschnitt aber auch reich, ein reiches Land, nur der Staat ist arm. Warum holt sich die italienische Regierung nicht erstmal das Geld bei ihren eigenen Bürgern? Ich glaube, wir haben ein paar von uns vorhin angesprochen mit Blick auf, wie wir es auch refinanzieren wollen. Aber vielleicht können Sie auf diese vier Fragen noch mal kurz eingehen. Ja, Frau Bandner, vielen Dank. Mache ich gerne. Rechtlich scheint es mir allein deshalb möglich zu sein, weil wir es schon gemacht haben. Die europäischen Gemeinschaften haben 1976 Gemeinschaftsanleihen begeben nach der Ölkrise, weil es Zahlungsbilanzprobleme gab. Und dort wollte man einigen Ländern helfen. Da hat man einen Rechtsakt gemacht, der damaligen Legislative, und beschlossen, einmal für diesen Zweck, das waren
noch in 100 Millionen Beträgen, Dollar und D-Mark, als Gemeinschaftsanleihen begehen. Das heißt, rechtlich ist das schon längst mal gemacht worden. Und es ist ja auch ganz wichtig, dass es die Finanzarchitektur der Eurozone nicht verändert. Denn es ist eine einmalige Finanzierung dieses Fonds. Wir haben einen Bedarf, wir haben diese 1.000 Milliarden. Dafür wird nach einer klugen Finanzierung gesucht. Das sind diese besonderen Gemeinschaftsanleihen. Die Dauer, das Argument habe ich nie so richtig verstanden, weil eine Anleihe kann man relativ schnell begeben. Und technisch könnten wir das durchaus dem ESM in die Hand geben, dem Europäischen Stabilitätsmechanismus. Die haben die Fachleute und dann begeben die Anleihen. Das ist nicht das Problem. Die Verwendungsauflage, das könnte auch der ESM machen, dass man das den Ländern gibt und sagt, es ist für die Bereinigung der Corona-Effekte, der Corona-Krise, Stabilisierung des Gesundheitssystems, Stabilisierung von Wirtschaftsbereichen, Einzelselbstständigen, Einzelhandel, also überall dort, wo wir diese existenziellen Fragen haben. Also insofern kann man das, glaube ich, klug lösen und wir nutzen den ESM technisch, aber halt nicht, indem wir seine institutionellen Regelungen und Bedingungen verändern. Das ist mir ganz wichtig, weil der hat eine ganz andere Funktion und dafür müssen wir ihn jetzt nicht verdrehen. Frau Battner, Sie hatten auch so diese Frage, auch vorhin nur die Anmerkung, Zerrbild Italien in Deutschland. Ich glaube, die Deutschen sind ja immer sehr ambivalent, nicht? Es gibt diese Rom- und Italien-Sehnsucht, da fährt man gerne hin und ist dann auch ganz begeistert. Und auf der anderen Seite hat man so ein Bild. Es gibt ja viele Dinge, die dem widersprechen. Wenn Sie die Geldwäschekontrolle in Italien nehmen, ist die effektiver und effizienter als bei uns. Also es ist ja vorhin, ich glaube, Sven Wiegold hat es gesagt, kann man bei uns besser waschen als allein, was die Beträge angeht. Also da ist viel so, naja, Narrativ und Stereotypen. Und ich glaube, deswegen ist es so wichtig, dass wir auch dieses Gespräch hier haben, dass wir es einfach mal auch ein bisschen aufdröseln können. Noch zwei Punkte. Das Stichwort Erbschaftssteuer, ja, das sind 7 Milliarden Aufkommen in Deutschland, das ist eine Landessteuer, eine Ländersteuer. Ich glaube, man darf sich nicht eine einzelne Steuer herausschauen, man muss das gesamte Steuersystem anschauen. Und wir hätten ja in Deutschland den Staatshaushalt nicht in den letzten Jahren in Überschuss gehabt, hätten wir nicht so eine vergleichsweise hohe Steuerquote mit über 24%, die ist um 2 Prozentpunkte angestiegen in dieser Zeit. Und dahinter steht, dass wir mehr Arbeit möglich gemacht haben zu guten Löhnen. Wir haben 80% der Menschen in Arbeit. In Italien sind es unter 65%. Also der Weg für die italienische Sanierung und Stabilisierung auch der Volkswirtschaft ist ja eigentlich, dass mehr Menschen arbeiten. Also 65% ist die niedrigste Erwerbsquote in der Europäischen Union. Und da muss sich Italien fragen, wie sie mehr Menschen eine Chance geben kann am Arbeitsmarkt. Und daraus steht auch mehr Gemeinsames. Das ist sozusagen der eine Punkt. Man kann natürlich auch fragen, Sie haben es erwähnt, pro Kopf ist das Vermögen in Italien, das Geldvermögen höher als in Deutschland. Und man kann auch fragen, ob man nicht über eine Inlandsbeleihung, also die Vermögenhaushalte kriegen zwangsweise eine Anleihe des Staates, dass man einmal diese Unwucht zwischen privatem Vermögen und hohem staatlichen Schuldenstand auch dadurch versucht anzugehen. Letzter Punkt bezog sich auf diesen Komplex Negativzinsen, Bruttoinlandsprodukt. Nun, ich glaube, das Bruttoinlandsprodukt, müssen wir nicht drüber streiten, es ist ein völlig unvollkommenes und unzulängliches Konstrukt, aber es ist für die Vergleichbarkeit und für die Einkommensanalyse, wo kommt Einkommen her, wie wird es verwendet, wie wird es verteilt, unverändert, das nach allen Versuchen, allen Debatten zwar immer wieder veränderte, weiterentwickelte, aber das Maß, was wir da zugrunde legen. Und es ist ja auch nur Ausdruck einer bestimmten Welt, nämlich von Anreizen. Wenn wir Anreize setzen, wie wir schon in der Vergangenheit ja getan haben, einer besseren, ressourcenschonenden Ökonomie, dann kommt es trotzdem zu einem Ergebnis in Einkommensgrößen. Und dass das ganz wichtig ist, sieht man ja gerade. Ich will nochmal auf den Punkt hinweisen. Wir haben eine elementare Existenzbedrohung für viele Menschen. Wir haben 10 Millionen Kurzarbeiter in Deutschland. Da ist erstmal die ganz erste Frage, wie entsteht Einkommen? Wie kann ich mein Einkommen sichern? Als Beschäftigter, als Selbstständiger, als Solo-Selbstständiger, als Einzelhändler, als Restaurantbesitzer, als Hotelbesitzer. Man muss doch erstmal sehen, dass wir in dieser Situation sind. Und auf einmal merken wir, dass Wachstumsverzicht so charmant nicht ist. Er kann nämlich nur mit einem starken Staat und einer Freiheitseinschränkung, genauso ist es im Augenblick, zustande kommen. Also mein Werben ist, Menschen innovativ sein lassen, denn wir brauchen kluge Ideen in der medizinischen Forschung. Wir brauchen kluge Ideen
in der Frage, wie können wir eine Dekarbonisierung der Wirtschaft organisieren, aber dafür brauchen wir einfach auch Geld. Und diesen Kreislauf, diese Investitionsmöglichkeit, den kriegen wir nicht dadurch hin, dass wir Bargeld abschaffen, sondern dass wir Politik klug gestalten, dass sie einen klugen Rahmen setzt mit einem CO2-Preis, mit einer klaren Infrastrukturinvestition des Staates, über Wasserstoff, über Ladestationen, also das klar in den Mittelpunkt zu rücken. Und die Zinsen ergeben sich in Realzinsgrößen, weil es bestimmte Sparangebote und Sparbedarfe gibt. Und wir sind in einer Welt des Kapitalüberhangs. Das ist das, was in Deutschland ja auch Ökonomen, aber auch international sehr stark diskutieren. Dadurch haben wir diesen niedrigen Realzins, null Realzins. Und der macht uns dann auch eigentlich kein Problem, denn das Einkommen aus guten wirtschaftlichen Tätigkeiten, innovativen wirtschaftlichen Tätigkeiten zu erwirtschaften künftig, ist dann eigentlich nicht das Problem. Also sollten wir jetzt auch mutig das tun, was wir gerade tun, nämlich mit Kredit diese Krise stoppen, drehen, innovativ nach vorne entwickeln. Und ich mache mir jetzt wenig Sorgen über neue Steuern. Das ist nicht meine Sorge, sondern die Sorge ist, dass wir das hinkriegen, dass wir diesen Weg nach vorne in einer klugen Schrittfolge organisieren. Und da müssen wir erstmal Vertrauen stabilisieren in dieser Existenzbedrohung. Deswegen auch mein Zitat am Anfang von John Maynard Keynes. Es ist in der Breite und Tiefe in der globalen Bedrohung ähnlich. Und das erinnert uns vielleicht an die Aufgabe, die da eigentlich im Raum steht. Vielen Dank. Ja, herzlichen Dank, Herr Hüther. Ich habe übrigens vorhin, als Sie das Zitat genannt haben, an das andere Zitat von Roosevelt genannt. Die einzige Furcht, die uns hindert, ist die Furcht. Ja, das ist, glaube ich, auch, das hängt etwas zusammen. Passt zusammen. Passt zusammen, genau. Ich glaube, das sind auch manchmal... Vielen Dank für die Anregung, ja. Kam mir spontan die nächste Assoziation zu diesem Zitat von Roosevelt. Ich möchte gerne noch ganz kurz, bevor ich Sven Giegold nochmal das Wort gebe, Sie alle gerne auch bitten, Ideen einzuspeisen, was wir als Initiative We Are In This Together als nächstes noch machen können. Wir haben jetzt diesen Aufruf gemeinsam gestartet. Wir hatten eine Solidaritätsaktion vor der Botschaft in Italien und Köln. Wir machen das jetzt heute Abend. Wir würden gerne weitermachen und würden uns natürlich freuen, wenn Sie in dem Chat, in dem QA uns auch noch weitere Ideen liefern oder Anstöße geben. Können Sie uns natürlich auch gerne hinterher per E-Mail schicken, aber gerne auch jetzt. Und zu dem Punkt der italienischen Vermögenden haben jetzt einige auch was schon geschrieben. Ich glaube, es ist immer wichtig, auf die Vermögensstruktur zu gucken. So wie Herr Hüther gesagt hat, es ist wichtig, auf die gesamte Besteuerung zu gucken und nicht nur eine Steuer. Das gibt dann manchmal Zerrbilder und wir haben ein ganz anderes Verhältnis zu Immobilien in Deutschland als in Italien. Aber nichtsdestotrotz haben wir alle unsere Hausaufgaben. Mario Monti, Sie haben es vorhin gesagt, für Deutschland, für Italien. Die gehen ja nicht weg durch die Krise. Ja. Nur müssen wir erstmal durch die Krise kommen, um uns danach wieder an die Hausaufgaben machen zu können. Und das ist, glaube ich, der intellektuelle Unterschied, den man manchmal machen könnte, sagen, jetzt müssen wir erstmal das gemeinsam durch diese Krise schaffen, weil sonst kann keiner überhaupt etwas verbessern in seinem Land. Aber das bleiben auch Herausforderungen in Italien wie auch bei uns in Deutschland. Sven, vielleicht möchtest du nochmal auf die großen Fragen auch nochmal eingehen. Ich glaube, sie waren auch gezielt an uns Grüne gerichtet mit Blick auf Wachstum. Negativzinsen wurden jetzt teilweise schon beantwortet. Vielleicht möchtest du in die Richtung einfach nochmal was sagen. Und es gab auch ganz zu Beginn die Frage mit der Zukunftskonferenz, der Europäischen Zukunftskonferenz. Ich wäre dir dankbar, wenn du auch dazu noch kurz auf diese Frage antworten könntest. Sven, wir hören dich nicht. Ja, jetzt. Mir geht es wie Luisa, zu viele Zoom-Konferenzen, man vergisst immer noch das Mikrofon. Erstmal bin ich froh, dass von ganz vielen dieses Thema der Besteuerung aufgegriffen wurde, aus ganz verschiedenen Perspektiven. Und ich glaube, das ist was, wo man wirklich weiterarbeiten kann. Die Erbschaftssteuer, da muss man sehr vorsichtig sein, nicht nur die Zahlen zu nehmen, die im Gesetz stehen, sondern was real gezahlt wird. Und was wenig bekannt ist in Deutschland, werden große Vermögen in der Regel als Betriebsvermögen vererbt und die sind effektiv besteuert mit unter 1%. Und das ist einer der Gründe, warum Vermögen sehr ungleich verteilt ist in Deutschland, übrigens ungleicher als in Italien. Das ist unsere eigene Hausaufgabe und Europa kann natürlich helfen durch gemeinsamere Steuerpolitik. Aber
das ändert nichts daran, dass das nochmal eine Diskussion für sich ist. Ansonsten bin ich bei Herrn Hüther, dass das Steuersystem man nicht vergleichen kann durch Einzelmaßnahmen, die man gegeneinander stellt, sondern Strukturen erkennt. Und eine Struktur, unter der alle europäischen Steuersysteme leiden, ist, dass es relativ leicht ist, für kriminelles Geld sich allen gesellschaftlichen Verantwortungen zu entziehen. Und das ist in einer gemeinsamen Währungsunion eine gemeinsame Aufgabe. Und es kann nicht nationale Angelegenheit alleine sein, diese Probleme zu lösen. Ich glaube, da haben wir alle gemeinsam ein Interesse. Dann die Frage nach dem Wachstum. Die kommt in grünen Kreisen immer. Und mich verwirrt die an einer Stelle immer wieder. Weil ich sehe es so, wie Luisa das vorhin angedeutet hat und auch Michael Hüther hat eben zugestimmt, das Wachstum ist ein ganz schlechter Indikator dafür, ob wir gut leben. Das ist keine gesellschaftliche Zielvorstellung. Das ist ein ökonomischer Indikator, als solcher ist er nützlich. Aber als Orientierung fürs gute Leben völlig unsinnig oder weitgehend unsinnig. Nicht völlig, aber ziemlich unsinnig. Man kann deshalb brauchen wir als Leitbild für die Gesellschaft andere Indikatoren, woran wir messen können, ob wir auf dem richtigen Weg sind oder nicht. Da gibt es gute Ansätze zu, kann man jetzt alternative Wohlstandsindikatoren, das macht sehr viel Sinn. Aber ist es denn so, wenn das Wachstum aber so schlecht ist in dem, was es misst, warum ist es dann so ein Problem, wenn es wächst oder schrumpft? Und es gibt eine doppelte Fetischisierung des Wachstums. Manche wollen immer nur, dass es wächst. Es gibt dann aber auch Leute in grünen Kreisen, die wollen, dass es auf keinen Fall wächst. Das verstehe ich auch nicht. Mich interessiert, dass wir das Klima schützen, dass wir das 1,5-Grad-Ziel erreichen, dass wir die Ungleichheit begrenzen, dass wir innovativ bleiben. Das sind gesellschaftliche Ziele und die sollten wir für sich messen. Und wenn dann dabei das Bruttoinlandsprodukt wächst, ist doch nicht unser Problem. Aber alleine ist es kein Ziel. Und das, was ich vermuten würde, ist, wenn wir das machen, was Friday for Future will, radikal transformieren, unsere Wirtschaft, dann ist das das größte Investitionsprogramm überhaupt. Und vermutlich würde für einige Zeit das Bruttoinlandsprodukt deshalb wachsen. Wäre das ein Problem? Nein. Aber ist, wenn das Bruttoinlandsprodukt wächst, weil wir jetzt neue Abwrackprämien beschließen, mit denen wir Autos auf die Straße bringen, die nächsten 10 Jahre auf keinen Fall betrieben werden dürfen. So ein Wachstum ist natürlich ein Problem. So, insofern kommt es auf die Art an und darauf, dass wir nicht nur aufs Wachstum schielen, weder im Guten noch im Schlechten. Und dann zu den Negativzinsen. Ja, es gibt kein Recht auf Zins. Aber als politische Strategie zu sagen, wir schaffen das Problem mit den Schulden dadurch weg, dass wir ganz bewusst das Geld entwerten. Ich glaube, ehrlich gesagt, das ist politisch ein Förderungsprogramm für Populisten und es ist auch ungerecht, weil es ganz besonders Leute belastet, die nicht jetzt konsumiert haben, sondern ihren Konsum in die Zukunft verschoben haben. Und warum die mehr fürs Gemeinwohl zahlen sollen als andere, das ist nicht logisch. Aus meiner Sicht ist es so, die Zinsen werden auf lange Zinszeit niedrig bleiben, vermutlich, aus den Gründen, die Herr Hüther angedeutet hat. Sag mal ganz kurz, danke Luisa, dass du mit dabei warst. Wir bleiben im Kontakt. Entschuldigung, ich höre sofort auf, die Zinsen werden niedrig bleiben. Die Zinsen werden. Call. Ciao. Bitteschön. Dankeschön. Oh. Die Zinsen werden niedrig bleiben. Aber eine politische Strategie zur Entwertung der Schulden, das halte ich ehrlich gesagt für eine ziemlich unkluge und ungerechte Idee. Wir sollten uns lieber darum kümmern, dass die ja reichlich vorhandenen Vermögen und hohen Einkommen, dass wir die auch effektiv besteuern. Und wenn alle ihren Teil der Steuern zahlen, wie das eigentlich vorgesehen war, dann wären unsere Staaten alle im Plus. Und dann hätten wir viele Probleme weniger. Das ist meine Sicht auf die Dinge. Aber lasst uns das weiter diskutieren. Herzlichen Dank. Herr Hüther meldet sich doch mal noch mal ganz kurz. Ich wollte eigentlich nur, weil ich jetzt auch mich rausfühlen bedanken. Ich glaube, wir sind auch in der Time World
sehr anregend und finde es ein tolles Format. Vielen Dank. Ganz herzlichen Dank. Ich binde jetzt auch ab und sage allen gemeinsam Tschüss. Von daher, wenn Sie noch 2 Minuten kurz bei uns bleiben. Ich wollte noch eine Frage, die mehrfach kam. Oh, bin ich jetzt frozen? Bin ich jetzt eingefroren oder alle anderen? Alles gut. Nee, hört man mich gut. Also, nochmal ganz kurz, es gab Punkte zu... Huch, wo ist er weg? Franziska, wir hören dich nicht. Wohl raus, ne? Nee, sie ist noch sichtbar, aber das Bild wird nicht übertragen. Ah so. Hm. Herr Hüther, Sie wissen ja, die deutsche Internetinfrastruktur ist auf dem Stand Albaniens. Ja. Und das zeigt sich immer wieder. Hallo. Aber es hat ja schon ganz gut gehalten. Wir haben einen schönen Leistungsbilanzüberschuss, aber können unser Internet nicht benutzen. Das ist Deutschland. So, ja. Jetzt bin ich wieder da. Dann mache ich ganz kurz die Verabschiedung, wenn ich da, jetzt wieder da bin. Ich bin hier eigentlich mitten hoch, Internetzone, macht nichts. Ganz kurz, weil der Punkt häufig ankam, wegen Ungarn und Polen. Wenn wir über Bedingungen darüber sprechen, wofür diese Wiederaufbaugelder und der nächste europäische mehrjährige Finanzrahmen ausgegeben werden sollen, dann ist für uns Grüne eine ganz, ganz wichtige Bedingung, dass es eben konditioniert ist an Rechtsstaatlichkeit und Demokratie und dass sich nicht jene durch die Krise, im Windschatten der Krise ihre Demokratie abbauen können. Ich überbrücke die Zeit zu sagen, dass ich darauf hingewiesen wurde, das Internet sei in Albanien deutlich besser als in Deutschland. Das ist vermutlich richtig. Zumindest in Tirana. Ja. Tirana, Berlin 1-0, würde ich sagen. Franziska? Alexandra, willst du vielleicht dann abbinden, oder? Du kannst es auch zweisprachig. Ja, aber das ist ja gar nicht nötig, Sven. Wir haben ja die fantastische Verdolmetschung, die, glaube ich, sehr gut funktioniert hat. Also du kannst auch gerne abbinden. Wie du möchtest, soll ich? Okay. Ja, Franziska, falls du doch wieder reinkommst, dann sprich einfach dazwischen, weil ich glaube, du hattest noch einen wichtigen Punkt zum Thema Rechtsstaatlichkeit in Polen und Ungarn, den wir sicherlich alle noch gerne gehört hätten. Gut, ich bin jetzt etwas unvorbereitet auf diese Aufgabe, aber ich fand, wir hatten eine unglaublich spannende Diskussion, die wirklich, wie Sven Giegold es am Anfang schon gesagt hat, das ist, glaube ich, ein wirklich neuartiges Format. Und wir haben ja auch im Chat ganz, ganz viele Rückmeldungen bekommen von Menschen, die absolut begeistert waren. Die haben gesagt, wir müssen das fortsetzen, wir müssen das nochmal machen. Und Franziska Brandner hat ja gerade auch schon aufgefordert, noch Ideen in den Chat zu schreiben. Machen Sie das gerne, wie wir hier weitermachen können. Das ist, glaube ich, das Wichtigste. Und deswegen nennen wir das ja auch einen Ratschlag, weil wir Ihren Rat hören wollten, Ihre Sicht auf die Dinge, aber auch Ihre Stimme, wie können wir hier weitermachen. Ich glaube, einige Dinge haben wir sehr klar rausgehört. Das ist das Thema, die Corona-Krise richtet unseren Blick auf bestimmte Dinge, auf Vulnerabilitäten, würde ich jetzt mal mit einem schwierigen deutschen Fremdwort sagen, unserer Gesellschaft, die wir verbessern können. Wir brauchen bessere Gesundheitssysteme, die was aushalten können. Gerd Lerner hat ganz klar gesagt, wie wäre die Situation in Deutschland, wenn in München das geschehen wäre, was in Mailand geschehen ist. Und das ist für uns ein ganz wichtiges Gedankenspiel. Und das macht es uns, glaube ich, auch klarer, wie wichtig diese grundlegenden Versorgungssysteme sind, wie wichtig die Arbeit der Menschen ist, die dort arbeiten. Aber ganz besonders auch das Thema Klimagerechtigkeit. Es gibt kein Zurück zu der Wirtschaft, die wir vorher hatten. Und ich glaube,
das, worauf wir den Blick jetzt richten müssten, ist, wie diese Gelder, wo wir viel über die Finanzierung diskutiert haben, die investiert werden sollen, in Europa, in welcher Form auch immer, nennen wir es das Konjunkturpaket, um die Wirtschaft, die gerade so leidet, Herr Hüther hat gesagt, 10 Millionen Menschen in Kurzarbeit in Deutschland, in dem wirtschaftsstarken Land Deutschland. Aber wie wollen wir diese Gelder investieren, damit wir nach der Krise besser dastehen, damit wir mehr Klimaschutz haben, damit wir endlich ökologisch und in Sachen Klimaschutz in die richtige Richtung gehen? Das ist, glaube ich, sehr deutlich rausgekommen. Ich habe eine Aufforderung gehört, uns mit dem Thema Zusammenhang zwischen Luftverschmutzung und Krankheitsanfälligkeit zu befassen. Das war sehr deutlich. Die Aufforderung auch, wie kann man in Europa besser miteinander kommunizieren und auch die Institutionen näher an Menschen, näher zu den Menschen zu bringen. Das ist uns, glaube ich, was uns immer beschäftigt. Vielleicht wird der Konferenz Zukunft des Europas das gelingen. Aber insbesondere wir als Zivilgesellschaft sind da, glaube ich, sehr, sehr stark gefordert, uns eben auch selber als Bürgerinnen und Bürger hier einzubringen und miteinander zu reden. Die Idee, dass wir die Erfahrung aus Italien zum Thema Geldwäsche nutzen. Ist Franziska wieder da? Ja. Ja, dann übergebe ich wieder an Franziska für die allerletzten Worte. Bitte, Franziska, ich habe ein bisschen überbrückt, aber du hast jetzt das Schlusswort. Ja, das tut mir irgendwie leid. Das ist mir auch noch nie passiert, dass es mich wirklich einfach aus dem Internet mal komplett rausgehauen hat. Es ist echt, jetzt hat mich zum Glück ein Hotspot gerettet. Ich war eigentlich dabei, noch kurz etwas zu, weil die häufig viele Fragen kurz zu Ungarn und Polen noch kamen. Und ich glaube, die Frage der Demokratie auch wichtig ist. Wir sind wirklich der festen Überzeugung, dass der nächste mehrjährige Finanzrahmen, also der nächste europäische Haushalt und genauso wie der Wiederaufbaufonds eine Konditionierung für Rechtsstaatlichkeit und Demokratie brauchen. Dass wir eben nicht die Länder einfach so gleiten lassen, die jetzt im Windschatten der Quarantäne und der Krise, der Corona-Krise ihre Demokratien weiter abbauen, sondern dass es Konsequenzen haben muss. Dafür treten wir sehr, sehr fest ein. Das sind die Grundwerte der Europäischen Union und die müssen auch durchsetzbar sein. Deswegen hoffen wir, dass sich die Mitgliedstaaten und auch das Europäische Parlament auf nichts anderes einigen werden. Und ich möchte ganz einfach am Ende noch zu dieser Zukunft-Europa-Prozess ein Wort sagen. Ich glaube, dass wir jetzt einen gemeinsamen europäischen Dialog im Rahmen dieser Konferenz gebrauchen können, über wie haben wir Corona erlebt, welches Europa hätten wir in der Krise gerne gehabt und welches Europa wollen wir in Zukunft haben. Ich glaube, es ist ein Moment, den wir nutzen können, um diesen Dialog zu beginnen, weil jeder innerhalb seines Landes unterschiedlich, aber auch zwischen den europäischen Ländern, erlebt die Krise ja trotzdem unterschiedlich. Und diese Erfahrung auszutauschen, daraus zu lernen und was Gemeinsames, Besseres aufzubauen, das ist auch eine große Chance, die wir haben. Ich danke ganz, ganz herzlich allen, die heute Abend als Panelisten dabei waren, alle, die zugeschaut haben, Fragen gestellt haben, mitdiskutiert haben. Wir konnten nicht alle dran nehmen, es waren so viele. Aber ganz, ganz herzlichen Dank. Wir wiederholen das, wir machen das ganz sicher wieder. Ganz, ganz herzlichen Dank an unsere Teams, die Unglaubliches geleistet haben im Hintergrund, damit es technisch alles passt. Also von daher auch ganz herzlichen Dank für die Dolmetscher, für unsere Teams. Ohne die würde das hier heute Abend auch gar nicht stehen. Ganz herzlichen Dank an Sie, dass Sie dabei waren. Insieme. Wir werden das gemeinsam schaffen. Wir werden am Ende besser dastehen. Dafür geben wir alle unsere Kraft. Ich weiß, dass Sie es tun werden. Und dann schaffen wir das gemeinsam, gut durch die Krise zu kommen. Ich wünsche Ihnen einen wunderschönen Abend. Bleiben Sie gesund. Ciao. 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 Ciao a tutti. Ciao a tutti.